Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Redrax. Heute mal wieder mit einem WoW-Video, also World of Warcraft-Video. Und zwar bin ich mit meinem Krieger die ersten paar Inis gelaufen, vorwiegend Flammenschlund und Höhle des Wehklagens, also RFA und HDW. Flammenschlund habe ich nicht aufgenommen, HDW habe ich aufgenommen, zwei Runs. Und darauf wollen wir mal eingehen. So, was wir hier als erstes sehen, ist ja, der Talentbaum, den ich mir ursprünglich ausgesucht habe, den ich verfolgen wollte für meinen Kriegertank, wobei ich davon ein wenig abgewichen bin. Das ist ein ziemlich durchdachter Talentbaum, besonders für später, um mehr Akku zu generieren, durch die erhöhten Crit-Chancen und sowas, die man hier mitnimmt. Nur, ja, ich habe mir das dann mal angeguckt, mit meiner Spielweise verglichen. Zum Beispiel haben wir zum Beispiel 5 Punkte da drinne, wenn man die Haltung wechselt, dass die Wut nicht so schnell verloren geht. Hauptsinn dahinter ist, um hier hinzukommen für die Aggressionskontrolle. Denn im Gegensatz zu dem Tooltip, der Effekt sorgt dafür, dass man regelmäßig zwischen den Kämpfen einen Wutpunkt regeneriert. Das hat dann halt zur Folge, dass die Wut nicht ganz so schnell abfällt. Ist ganz praktisch zwischen den einzelnen Trash-Packs, um ja, genug Wut zu haben. Nur, naja, wenn ich mir meine Spielweise so angucke, ich wechsle so gut wie nie die Haltung für den Kampf. Selbst im Flammenschlund am Anfang, wo es noch ziemlich schwer ist, Wut und sowas aufzubauen, wo man normalerweise schnell rancharged, ein, zwei Attacken macht und dann in die Verteidigungshaltung wechselt oder sowas. Das ist nicht meine Spielweise. Von dem her, mit meiner Spielweise sind da viele Punkte verschenkt. Vielleicht später, vielleicht wechsle ich da später nochmal drauf, besonders wenn es in die höheren Dungeons geht und also später Scholoman, Stratholm und Hasse nicht gesehen, beziehungsweise eventuell später auch die Raids, weiß ich nicht. Das ist der Talentplaner-Baum, den ich mir so ausgesucht hatte ursprünglich dafür. Ich habe mir mehrere angeguckt, der kommt, ja, der klang doch ziemlich gut. Vielleicht wechsle ich darauf zurück. Ich habe mir selber zwei Alternativen gebastelt, die weichen jetzt nicht so groß davon ab, aber ja, die weichen halt davon ab. So, hier haben wir Variante Nummer 1. Wie ihr seht, habe ich hier die Haltungswechsel und sowas nicht drin. In der Variante gucke ich, dass ich mehr lebe, mehr aushalte. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen Punkt drin, dass ich mehr Wut generiere. Ist nicht besonders viel, aber ich muss die irgendwie Punkte dann bzw. nochmal irgendwo hier reinbringen. Ich arbeite viel mit demoralisierenden Ruf, um halt den eingehenden Schaden noch weiter zu minimieren. Von dem her ist das ganz sinnvoll, denke ich mir mal, mit meiner Spielweise. Schildschlag und sowas wollen wir sowieso haben. Also ja, das ist zum Beispiel eine Alternative, die ich verfolge. Ich hätte gerne hier mehr Punkte drin. Naja, aber mehr Punkte sind immer nicht da und wir müssen irgendwie hier hinten hinkommen. Alternativ dazu habe ich mir diese Variante überlegt. Hier gehe ich also nicht ganz so tief in den Furorbaum rein. Hier gehe ich dann halt bis zum demoralisierenden Ruf Verbesserung rein. Dafür nehme ich dann hier mehr Punkte mit und verbessertes Rüstungszerreißen noch ein paar Pünktchen rein. Denn das nutze ich auch recht häufig. Also wie ihr gleich sehen werdet, Rüstungszerreißen nutze ich relativ häufig in Kombination mit Rache, demoralisierender Ruf, verbesserter Schildblock. Das sind so meine Standardsachen, die ich benutze. Heldenhafter Stoß nutze ich kaum. Ja, klar, generiert natürlich dementsprechend mehr Bedrohung, wenn man das benutzt, aber das macht Rüstungsreißen auch und Rüstungsreißen hat zusätzlich noch den Effekt, dass die Rüstung des Gegners geschwächt wird. Meistens, wenn ich in eine Trash-Gruppe reinlaufe und es frei ist, nutze ich dann hier Blutrausch, aber das sehen wir ja gleich. Gut, dann wechseln wir jetzt mal zu den Spielaufnahmen. Intelligenterweise habe ich da den Ingame-Ton ausgeschaltet gehabt bei den Aufnahmen, bitte ich zu entschuldigen. Gut, also hier sind wir drinnen, Höhle des Wehklagens, das ist aus meinem ersten Run, der lief nicht ganz so gut. Wir hatten da hier Mr. Chargelot, der Krogosch, der hatte Agro gezogen ohne Ende. Ja, ein bisschen gruppenorientierter DD hätte gemerkt, oh mein Gott, ich mache hier den meisten Schaden, der Tank hat Probleme, die Akku zu halten. Der hat sich ein bisschen zurückgehalten, aber wie ihr sehen werdet, ich war noch nicht ganz am Mob ran, ist er reingeschascht und direkt hier heroischen Schlag draufgerotzt und hast er nicht gesehen. Ja, also das war schon nicht ganz so prickelnd.
da vernünftig zu tanken. Naja, aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Ich habe natürlich auch nicht alles richtig gemacht. Ich hätte mehr markieren können. Das ein oder andere Mal hätte ich länger auf dem Fokusziel draufbleiben können, um die Akku besser zu halten, nachdem ich das gemerkt habe, dass er so schnell Akku zieht. Ja. Weil ich habe auch nur ja, stark zusammengeschnitten hier. Normalerweise sieht man da auch, also in dem vollen Video, dass er oft auch gar nicht auf dem markierten Target drauf ist. Wie gesagt, ich hätte mehr markieren müssen, definitiv. Ich bin ja im Laufe des Dungeons weiter darauf eingegangen, also übergegangen, wieder intensiver zu markieren. Man passt sich auch ein wenig der Gruppe an, aber selbst das hat nicht geholfen. Er hat draufgerotzt, wo er wollte. Und das rächt sich auch noch. Das werden wir nachher sehen. Bei dem Boss, wo man normalerweise, wenn es noch Erfolge und sowas gibt, also auf Retail, wo man normalerweise der Erfolg aufploppt, oben bei diesem großen Flatterviech oder sowas, da geht er dann auch hops mit seiner tollen Spielweise. Also das ist so ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ups. So, wir machen auch nicht ganz so weit. Also wir arbeiten uns hier durch bis Lady Anaconda und dann gehen wir dann in einen anderen Run rein, der wesentlich besser gelaufen ist. Nicht nur von Seiten der DDs und Heiler aus, sondern auch von meiner Wenigkeit aus. Ich habe schneller markiert. Lief auch nicht so super perfekt. Der Heiler war mit seiner Freundin drin, er war schon Level 31. Hat sich dann ziemlich gelangweilt, hat zwischendurch da einen Seelenzug und so andauernd auf die Mobs gewirkt, was instant Aggro war. Also, das hatte so einen Aufbau, da waren die Mobs halt weg. Also, hier sieht man so schön, ich ziehe den Mob also mit dem Axtwurf ran. Das regeneriert so gut wie keine Aggro. Das habe ich extra gemacht, damit er mit seinem Hilfeschrei nicht den ganzen halbe Inni da hinten pullt. Und Mr. Charger Lord rennt da schon dran, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Versaut den Pull, zieht die Akku natürlich und ja, das zieht sich durch die ganze Inni. Klar, da kann man noch viel verzeihen. Classic ist gerade erst raus, wenn er damals gespielt hat, vielleicht ist das Wissen nicht mehr so präsent oder sowas, wie das damals war. Aber naja, in Classic regeneriert alles Akku, bis auf die Autoregeneration, die jeder Charakter mit sich bringt. Ob ich jetzt einen Heilverband nutze, ein Spielzeug-Item nutze, einen Schlachthof raushaue oder sonst irgendwas, alles erzeugt Akku. Das bringt natürlich Probleme mit sich. Im Pre-Pull, also wenn man auf den Mobs zuläuft oder sowas als Tank und der Heiler dann zum Beispiel Hotz auf einen drauf hat oder sowas und man schlägt den ersten Mob und das ist eine Mobgruppe, alle anderen Mobs, mit auf die man auch nichts machen konnte, rennen dann automatisch zum Heiler hin. Der hat mehr Aggro. Wenn man dann keine Wut hat oder so, um einen Schrei oder sonst was rauszuhauen, dann ist die Aggro normal auf dem Heiler. Und ja, da die Fähigkeiten sich mehr oder weniger alle in Global Cooldown teilen, kann man auch nicht so besonders viel machen, wenn man nicht kurz angetankt hat. Normalerweise ist so die Faustregel, dass man den Tank ein, zwei Schläge gibt, beziehungsweise ein, zwei Sekunden antanken lässt, beziehungsweise wartet, bis das erste Rüstungszerreißen drauf ist. Das ist so die Faustregel, die man früher hatte. Dann läuft das eigentlich auch. Dann hat der Tank immer schön Akku, bevor ein Mob down ist, kann er dann zum nächsten Viech rennen. Und da schon Akku aufbauen. Und ja, dann geht es dann relativ flott und flüssig dadurch. Und was die Markierungen angeht, wie gesagt, ich hätte da mehr markieren müssen, früher markieren müssen. Aber auch da gilt Totenkopf erst down, dann X down und alles weitere dann. Alles weitere ist meistens offen für CC. Und da kann man sich durcharbeiten. Und ja, als DD hat man halt die Verantwortung, nicht vorher auf X oder sonst was zu wechseln. Also, naja, ich habe dann zum Beispiel hier im Laufe der Inni Totenkopf Akku aufgebaut, paar Schläge draufgehauen. Dann war man sich relativ sicher, okay, jetzt müsste ich eigentlich erstmal genug Initial-Akku haben, um mich den nächsten Mobs zuzuwenden, um da schon mal Vor-Akku aufzubauen. Kurz, ein, zwei Schläge drauf, damit die nicht auf den Heiler oder sonst was gehen. In der Zeit waren aber hier Mr. Charger Lord war da schon längst auf diesen Mobs drauf und hatte da schon extrem hohen Akku-Vorsprung. Dementsprechend war das dann natürlich schwer, die Akku bei dem Mob dann wieder zu gewinnen. Hatte man die, war auf dem Hauptfokus-T, wo die anderen natürlich dementsprechend, wie sie es sollten, draufgeballert haben, meine Akku auch schon wieder weg. Also, ja, das war ein schönes Akku-Fest.
Das ist dann halt diese egoistische Spielweise. Als Idee sollte man sich da natürlich ein bisschen drauf einstellen. Ja, und auch zum Beispiel ein bisschen auf die Position sowas achten. Was hier oft passieren kann, sind Aggro-Brücken. Man steht zum Beispiel an einer Trash-Gruppe dran, kloppt die raus, ein anderes Viech kommt auf einen zugelaufen. Und ja, das kommt in die Reichweite, wo es Aggro zieht. Steht aber auch genauso noch in Reichweite zu einer hinteren Gruppe, die noch nah genug dran ist, um mitzukriegen, dass ihr das mal Aggro gezogen habt. Und gibt die Aggro dann weiter an die Gruppe. Das ist so eine Aggro-Brücke. Das wird dann also durch die Patrouille, die ranläuft, wird das natürlich an die nächste Gruppe weitergeleitet und die wird dazu gepult. Und ja, genau das wird getriggert für Lady Anaconda. In dem Kampf selber, da hinten bei der nächsten Brücke, zieht Mr. Charcelot halt relativ häufig wieder Aggro. Kein Wunder, wenn man immer die Aggro-stärksten Fähigkeiten raufballert, nur um schön viel DPS zu machen. Wie ich dann nachher am Recon gesehen habe, also heldenhafter Sturz war seine Lieblingsattacke und wie der Toolchip schon sagt, erzeugt ein hohes Maß an Bedrohung. Naja, gut, und Target hat er auch ziemlich schnell durchgewechselt, scheiß drauf, was markiert ist. Stand auch noch so ungünstig, dass er ziemlich weit an Lady Anaconda dran stand, beziehungsweise an die Mobs, haut da seinen Shout raus, also seinen Kriegsschrei, und hat damit die Akku gehabt, hat die Gegner gepult, durch das ganze Akku wieder runternehmen. War meine Wut komplett verbraucht und ja, ich stand erstmal nur doof vor Lady Anaconda, konnte mal ein bisschen spotten und ja, warten, dass ich vielleicht etwas Wut wieder regeneriere, um mal irgendwas machen zu können. Das war dann so ein schönes Aggro-Jojo. Klar, in dem Bereich noch zu verzeihen. Wie gesagt, Classic ist gerade erst wieder raus. Wenn er damals schon gespielt hat, vielleicht ist das Wissen nicht mehr präsent. Vielleicht ist er einfach nur zu egoistisch. Oder er hat damals noch nicht gespielt und kennt das einfach noch gar nicht. Also dann, da ist auch wieder bisschen meine Mitschuld, da hätte ich mehr kommunizieren müssen. Hier habe ich ihn dann einfach mal damit spielen lassen. Wer meint, wer müsste da zwangsläufig Aggro aufbauen? Muss er dann halt auch mal selber mit gucken. Also spätestens an dem Punkt, bis zu dem Punkt hätte er schon merken müssen, Moment mal, mit meiner Spielweise, das funktioniert so nicht. Ich klaue dem Tank andauernd die Aggro. Ich halte mich mal ein wenig zurück, hat mich nicht interessiert. Ja, dann ist mir das auch egal. Also wäre das ein unwissender Spieler gewesen. Tatsächlich, das hätte man gemerkt. Hätte man mit denen darüber geredet und dann hätte man eventuell das so lösen können. Klar, ich hätte auch ein bisschen besser tanken können, definitiv. Mit ein bisschen besserer Ausrüstung wäre der Akkuaufbau noch ein wenig besser gelaufen. Nach dem Run habe ich ein, zwei Items gekriegt. Beziehungsweise gerade durch die Questbelohnung aus den Quests in HDW habe ich dann neues Schwert gekriegt. Das war ein großes Upgrade gegenüber meiner derzeitigen Waffe Darkstar. Die habe ich dann zwischen den Runs nochmal kurz hochgelevelt. Was heißt hochgelevelt? Man hat halt Waffenskills, die man trainieren muss durch die Anwendung. Und ja, Schwert habe ich zwar gelernt gehabt, dass ich Einhandschwerter nutzen kann. Das mache ich immer am Anfang. Wenn ich so Level 10 werde oder sowas, gehe ich mir erstmal alle Einhandwaffen lernen. Aber ich habe bis jetzt noch kein Schwert genutzt. Also das Ding war bei Fähigkeit 1 von 105. Also bin ich zwischen den beiden Instanzen, bin ich dann also erstmal im Rachen rumgelaufen, ja, Level 13er Mobs Auto gehittet, bis das Ding auf 95 war. War mir dann hoch genug, sicher genug, um dann in die Instanz reinzugehen, damit ich nicht so viel verfehle. Lief dann auch dementsprechend besser, bis auf den Heiler, der andauernd durch seine komische Fähigkeit, ich glaube Seelenentzug ist das oder sowas, was der Priester da hat, andauernd Instant Akku hatte. Aber da kommen wir gleich drauf zu. Also auch hier hat man das wieder. Kragosch, seht ihr ja, steht da ziemlich nah an dem Lagerfeuer. Hat dann halt seinen Schrott rausgehauen und hat dann natürlich dementsprechend bis da hinten die Aggro gehabt. Ding hat, was hat, das hat 8 Meter Reichweite irgendwie sowas. Ungeskillt, irgendwie so. Da ich ein bisschen weiter davon weg stand, hatte ich die Aggro von dem Viech da hinten nicht. Zwischenzeitlich ist das Ektoplasma. Viech halt von seiner Patrouille aus der Kammer da zurückgekehrt, dementsprechend sich auf den Jäger fokussiert. Also da, ja, da war ich ein bisschen dann hin und her tingeln, war auch ein Fehler von mir. Ich hatte das Viech ja im Vorfeld gesehen, das hätte ich vorher wegnehmen müssen. War klar, dass das irgendwann von unserer Patrouille wieder rauskommt.
Ist normalerweise auch kein Problem, wenn man sich nicht andauernd mit dem anderen DDs um die Akku streiten muss, dann kann man das relativ schnell wieder runternehmen. So, da gucke ich mir gerade mal die Ausrüstung von denen an. Ich habe gehofft, dass ich auch noch einen Talentbaum sehen würde, aber das habe ich nicht gesehen. Da die beiden immer so schnell Akro gefressen haben, bin ich so nicht gewohnt. Ist nicht das erste Mal, dass ich einen Krieger-Tank hochziehe in dem Bereich. Zwar nicht so in Klassik, aber damals Anfang Rush of the Lich King, als bevor PDC überhaupt eröffnet wurde, als er noch im Aufbau und sowas war, da war das noch relativ ähnlich zu Classic, was die Akrobauaufbau-Mechanik und sowas angeht. War schon ein bisschen runtergeschraubt, aber war noch ähnlich. Also das war noch bevor diese blöden Account-Ausrüstungsgegenstände da reinkamen. Ja, also von dem her, das Tanken an sich ist mir nicht ganz so fremd. Ich war mal besser und ich denke mal, da komme ich auch wieder hin. Da muss ich mir halt auch ein bisschen dran arbeiten. Aber das sind ein, zwei Schlägen, die Aggro so komplett futsch war. Selbst auf diesen frühen Level, das ist eigentlich untypisch, das habe ich früher nicht so gehabt. Was noch anzumerken ist, man sieht immer, wenn ich an den Viechern dran stehe, die Bass und sowas, dass ich sehen kann, wann die ablaufen, so wie jetzt zum Beispiel hier das Mal des Jägers und sowas. Das ist im Klassik nicht Standard. Dafür habe ich extra ein Add-on rausgehauen. Genauso wie die Zauberbalken von Gegnern. Wird in Classic auch standardmäßig nicht angezeigt. Du hörst zwar akustisch, dass die was casten, aber du weißt absolut nicht, was die casten. Gibt keine Option sowas für. Da habe ich mir einfach ein Add-on für raufgepackt. Ja, um dann halt die wichtigsten Casts zu unterbrechen mit meinem Schildhieb da. Also wie jetzt zum Beispiel hier, ich hatte Totenkopf markiert, er war schon direkt auf dem anderen Ziel drauf. Dann habe ich dann auf das andere Ziel gewechselt, um die Akku zurückzugewinnen. In der Zeit hat er aber auch schon wieder auf Totenkopf gewechselt und hat da schon wieder die Akku gehabt. Also das war Akku-Ping-Pong. Wu direkt auf Low. Ich hätte da die Gruppe auch ein bisschen anders positionieren müssen, damit ich die Brücke im Blick habe. Das habe ich vergeigt. So, da kommen die ersten Viecherchen angerannt. Hat also da eine Akku-Brücke gegeben. Und ja, ich habe da leider jetzt die Gruppenschild extra genommen, wenn ich den richtig gesehen hätte. Also, ja, Karo steht jetzt ziemlich nah auf der Brücke, haut gleich wieder seinen tollen Schrei auf. Und ja, das macht sein Final, dass Lady Anaconda in den Kampf gezogen wird. Also, Lady Anaconda ist einer der ersten Bosse, der Schlangenbosse. Und die kann an drei, vier unterschiedlichen Stellen innerhalb dieses ersten Beckens stehen. Und ja, da war ich komplett ohne Wut. Hatte mein Wutgenerator auch nicht mehr, hatte noch meinen Spott und das war's. Also definitiv ein Zusammenschluss ungünstiger Ereignisse. Also Mr. Charcholot hat sich da scheiße verhalten, ich habe mich da scheiße verhalten und dementsprechend wäre er fast tot gedroppt und ich hatte keine Wut und keine Aggro. War also nicht so toll. So, da sage ich das auch nochmal, dass ich nichts machen kann, wenn die direkt draufballern, ich nicht kurz antanken kann. Tja, wenn ich keine Wut aufbauen kann, kann ich nichts, keine Fähigkeit einsetzen. Bis auf Spott und wenn es nicht auf CD ist, den Blutrausch, um Wut zu generieren. Ansonsten kann ich nichts machen. Wenn ich nichts machen kann, dann gehen die auf die DDs los. In den unteren Leveln ist das noch nicht ganz so tragisch. Keine Heiler noch gut gegenhalten und sowas. In höheren Instanzen definitiv Wipe. Man kommt auch selbst da auf den Heiler an, beziehungsweise auf die Ds, was die noch an CCs nutzen, aber das ist so ein ziemlicher Garant, dass das mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Hose geht. Ja, kommt ja auch schon der Spruch, war noch keiner tot. Ja, das ist kein Grund dafür. Also, wenn man nach den Maßstaben geht, dann bräuchte man keine Level-Voraussetzungen und sowas dafür. Dann wipet man sich einfach durch die Ini durch. Hauptsache, man kommt irgendwann zu dem Loot hin. Ist keine schöne Erfahrung. Wie gesagt, da hätte ich ein bisschen mehr markieren müssen. So, da sind wir dann jetzt kurz vor dem Boss. Und dann sieht man es auch noch schön. Also so, wir haben den Boss gelegt gehabt, den Schlangenlord. Heiler hatte noch gut Mana. Ich habe gesehen, ich habe noch relativ gut Wut. Dachte ich mir, okay, gehst du ran. Sind die alle soweit fit?
wollte der jetzt schön anfangen und zack, Mr. Chargelot rennt rein, bevor ich noch irgendwas gemacht habe. Ich habe nur meinen Blutrausch gezündet. Spot funktioniert auf der Stufe leider nur im Nahkampf. Und naja, da man natürlich nur ein Aushilfs-Pseudo-Aggro-Halter ist, hält man als Idee einfach nichts aus, wenn der mal seinen ordentlichen Kellner auf zwei Kellen und der war tot. Mr. Chargelot 2, der Schamane, der dabei war, hat direkt die Aggro dann weitergezogen, war halt in der nächsten Aggro-Kette und dementsprechend auch down. Na, wenn ich da vernünftig Aggro auf Anruf aufbauen kann durch die Schutzfähigkeiten, heile ich das locker aus mit der Hilfe von den Heiler. Wenn man als Idee da einfach so rancharcht, dann liegt man halt im Dreck. Vielleicht lernt man es auch. Also, ich weiß nicht, nachher bei der Patrouille, die Begleiterquest, ist Mr. Chargelot dann auch nicht mehr im Spiel gewesen. Wahrscheinlich, ich habe es dann geschrieben, hat er einen DC. Ich gehe mal davon aus, dass er einfach nur angepisst war. Später ist er dann auch noch selber als Tank in die Instanz reingegangen mit einer Gruppe. Ist nicht mein Problem. Wie gesagt, da waren Fehler auf beiden Seiten. Allerdings so macht man es nicht. Gerade bei Bossen. Bei Trash kann ich es ja noch verstehen. Ist zwar nervig, aber wenn beim Trash die Idee ist, schon direkt draufhauen. Kann ich es noch verstehen. Beim Boss in Classic, das geht nie gut. Also wenn du wipen willst, wenn du Chaos willst, dann gehst du da direkt ran, bevor der Tank noch irgendwas gemacht hat. Muss er halt selber wissen. Gut, jetzt kommen wir zu einem anderen. Ach so, ja genau, stimmt. Also hier zeige ich euch nochmal kurz, wenn man aus HDW rauskommt, oben in dem Schädel, also der Schädel, der Eingang ist ein Schädel, ein Ork-Schädel, müsste man drauf gucken. Oben in einer von den Augenhöhlen stehen NPCs drin, zwei davon geben eine Quest, einer davon ist ein Händler. Und wenn man rauskommt, hier ist der Weg, wie am schnellsten da hochkommt. Geht natürlich auch anders, aber ist mehr Laufweg. Also geht hier kurz vor dem Versammlungsstein hier die Rampe hoch, geht hier über das grau-grüne markierte Stück, geht ihr dann da hoch, über den Buckel. Dann seid ihr auf der Schädeldecke. Von da aus springt ihr dann in die Augenhöhle rein. Es ist wesentlich kürzer, als wenn ihr hier außen rum geht oder so, wie der andere Spieler, den ihr gerade rumhüpfen gesehen habt. Bei der vermeintlichen Stelle, wo man hochgehen kann, dann hängen bleibt, wenn man dann doch nicht hochgehen kann. Ansonsten vom Wegkreuz kommt man auch wunderbar hoch. Da muss man sowieso hoch, um den Splitter abzugeben, den man vom Endboss da kriegt. Da muss man erst nach Ratchet da einen ansprechen, neben dem Flugpunkt. Dann geht es dann hoch, wieder zurück zum Wegkreuz und dann hoch auf den Berg. Einen Splitter einlösen und dann nach Donnerfels, um die Quest einzulösen, kann man dann wunderbar mit anderen Quests kombinieren, die man dann Donnerfels einlösen muss. Also erstmal nach Ratchet gehen. So, jetzt sind wir aber tatsächlich bei dem anderen Run. Herr Abzock war, wie gesagt, der Heiler, Level 31, viel zu hoch. Ich denke mal, der war wegen Frau Abzock da drin. Man hat sich für seinen tollen Strahl, ich glaube, Seelenzug, wie gesagt, ist das gewesen, auch ständig Aggro gezogen. Der Rest war nicht so das Problem. Am Anfang hat man Probleme, dass sie auch darauf gerotzt haben, wo sie wollten, anstatt auf die markierten Ziele, wenn es dann Gruppen waren. Was ich an der Gruppe nicht ganz so prickelnd fand, ich glaube Miefwolke hatte länger einen Anreiseweg, wir standen alle schon vor HDW, wir wollten unbedingt schon reinlaufen, ich dachte, okay, wir laufen unbedingt rein, am liebsten hätte ich zwar gewartet, aber okay, die Mehrheit wollte einfach rein, dann waren wir in der Instanz drin, da sind wir also durch die Höhle durch, dann habe ich auch nochmal gefragt, warten wir noch auf Mr. Miefwolke, bis er da ist, aber nö, wir wollten schon Trash machen. Ist nicht ganz so sozial, besonders weil die Viecher für die Quest halt und Deviant Bulk und sowas droppen können. Die Chance darauf hat er natürlich verpasst. Man muss sowieso öfters da rein, um die Quest zu erfüllen. Ich meine, man kann es auch in der Vorhöhle vor der Instanz erfüllen. Allerdings, ja, ist das sowieso schon nervig. Die Droprate ist eh schon kacke. Also, es war nicht ganz so prickelnd. Aber naja, Mehrheitsentscheid. Fangen wir halt an. Und hier passiert gleich was ganz Interessantes. Wir pullen gleich die halbe Inni, warum auch immer. Ich denke mal, entweder war es ein Bug. Ich hoffe mal, es war ein Bug. Oder wir sehen gleich, dass das Frau Abzock irgendwie unterhalb der Rampe war und dann hochgerannt ist. Da kommt sie gerade hoch. Oder, ja, Frau Abzock. Vielleicht hat das schon die Gegner gepullt. Weiß ich nicht, aber wir sehen sofort. Da kommt gleich eine ganze Masse angerannt. Was heißt eine ganze Masse? Es sind relativ viele. Hätte der Heiler jetzt nicht so einen Level-Vorsprung gehabt, ich denke mal, das wäre ein Vibe gewesen. Ich weiß nicht, was die Viecher da gepult hat.
Schön war es nicht. Ja, also da hat der Heiler auch schon wieder Aggro gezogen mit seiner tollen Fähigkeit. Dem war langweilig. Der ist definitiv Zoro. Ich glaube, die meisten Gegner wären für den wohl grau gewesen sein. So, also wir stehen hier, greifen die Viecher an. Dürfte also nichts sein, was großartig in der Instanz massig Gegner pullen kann. Da um die Ecke sind nur zwei Caster. Aber das passt mal auf, davor kommen die angerannt. Also die waren schon im Kampf. Woher die all die Aqua haben, keine Ahnung. Durch den Raptor-Pull kann das nicht gewesen sein. So, und da kommt die ganze Bagage angerannt. Und da ist Lady Anaconda also auch schon an dieser Stelle, also an der frühen Stelle. Da steht die meistens. Wäre also schön gewesen, erst den Ed da wegzukloppen, wo Totenkopf drauf war, und dann sich dann dem Boss zu widmen. Aber naja, wie gesagt, da kommen andauernd Deviant, Verheerer, Wächter und Giftzähne, Druiden der Giftzähne und sowas angerannt. Keine Ahnung, wo die alle herkamen. Normal ist das nicht. Wie gesagt, entweder ein Bug oder daran, dass Frau Abzock da unten irgendwie rumgeturnt ist. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Naja, wir haben es überstanden und das ist die Hauptsache. Also in dem Kampf hätte ich definitiv, wenn es nicht zu chaotisch gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht, mehr durchmarkieren müssen. Sind ja Gegner dazugekommen. Hätte man wieder eine Priorität wegschlagen können. Normalerweise ist die Logik dahinter, sich erst um die Begleiter bei einem Boss zu kümmern, um sich dann gemeinsam dem Boss zu widmen. Das macht rein rechnerisch, kannst du dir selber ein Rechenbeispiel ausdenken. Normalerweise weniger Schaden, als wenn man direkt auf den Boss geht und sich dann den Ads widmet. Naja, aber in der Situation wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, mit den ganzen Viechern sich dann doch erst um die Lady zu kümmern. Aber naja, es passt. Auch hier, wenn der Heiler jetzt nicht gepennt pennt hätte durch die Gegnerfähigkeiten, nicht durch Unaufmerksamkeit, hätte er das locker gegenhalten können mit seinem Level. Aber naja, wie gesagt, ich habe keinen Plan, wo die alle hergepult wurden. Oder wie. Ist halt gepult worden. Warum auch immer. Vielleicht habe ich irgendwas nicht mitgekriegt, vielleicht irgendein Jägerschuss oder sonst was da hinten rüber gegangen, weil er nicht aufgepasst hat. Wer weiß. Vom Bildmaterial her konnte ich da jetzt keinen Grund für sehen. Ja, da haben wir zum Beispiel dieses Deviatbike. Hat eine ziemlich bescheidene Droprate, 20 Stück braucht man davon, kriegt man in einem Instanzenlauf, kriegt man es nicht voll, selbst wenn man alleine reingeht später, unwahrscheinlich. Deshalb sind die Leute wie bekloppt in der Höhle davor am Farmen, besonders da man mit diesem DWA-Zeugs relativ gute Lederrüstung herstellen kann, besonders ein Gürtel und sowas, da sind ziemlich viele Lederträger hinterher, also zur Zeit wird das Ding gefarmt wie sonst was. Das wird sich natürlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen relativieren, wenn die meisten mit dem Level-Progress weiter vorangeschritten sind. Ein paar Farmer wird es da immer geben, ist halt gut gemachtes Geld. Ja, dann sage ich dem Heiler auch nochmal, Machtwortschild, das war eine super Fähigkeit, die hätte er übrigens vorher in diesem Massenpull mal ein bisschen besser nutzen sollen. Aber das vor dem Kampfbeginn auf dem Tank sowas zu wirken, besonders bei ja, Kriegertanks oder ich glaube bei Druiden wird es wohl auch so sein, ist eine schlechte Idee, denn das verhindert sämtlichen Schaden und durch den Schaden kriege ich Wut. Wenn ich keine Wut habe, wie gesagt, kann ich nichts machen als Tank. Ja, das ist eine schöne Oh-Shit-Fähigkeit. Das ist auch besonders schön, um die DDs zu schützen. Allerdings, um das auf den Tank zu packen, besonders im Pre-Pull, ist das eine ziemlich schlechte Idee, denn damit kann ich überhaupt nichts aufbauen an Akku. Oder beziehungsweise Wut, um Akku zu generieren. Also hier sieht man jetzt auch schön, Totenkopf ist markiert, dann ist X markiert. Da nutze ich die Faustregel Mana-Klassen oder Mana-Gegner vor Gegner ohne Mana. Das ist so eine generelle Faustregel. Davon werden wir in HDW auch noch abweichen.
Denn da gibt es Gegner, die eine höhere Priorität haben. So, jetzt wird sofort das andere Deviatviech dazu gepult, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, ne, war doch in einer anderen Gruppe. Ja, okay, vergesst, was ich jetzt gesagt habe. Also, da haben wir zwei neue Gegner. Da, also jetzt hätte ich schon längst mal wieder am Anfang müssen zu markieren, damit das ja nicht passiert. Kleiner Tipp von mir: Legt euch die Markierungen auf den Ziffernblock. Also 1 bis 8. Auf 9 wäre dann alle Markierungen löschen. Habe ich auch. 1 ist bei mir Totenkopf, 2 ist X. Dann 3 ist, glaube ich, Viereck. Das Viereck ist meistens Eisfalle und Mond ist Sheep. Der Rest ist individuell. Ich glaube, Sternchen ist Kopfnuss und hast du nicht gesehen. Naja, aber Totenkopf und X sind definitiv die wichtigsten Markierungen, die man als Tank haben kann. Denn Totenkopf-Fokus-Ziel, also erstes Ziel, was dauern muss, und X dann halt das zweite Ziel. Hier sind wir, obwohl Lady Anaconda schon tot war, sind wir extra nochmal bis hier hingegangen, weil nachher bei der Begleitquest muss man nämlich da jetzt hier links in die Höhle rein. Und damit der Weg schon frei ist, damit ihn nicht auch noch einen Backen hat. Also siehst du, ohne diese komischen Heiler-Fähigkeiten, Seelenzug oder sonst was von dem hochklassigen Spieler, wäre das jetzt kein Problem gewesen, was ich gemacht habe. Also Totenkopf markiert, ich hatte Akku drauf aufgebaut. Dann habe ich mich halt zu einem anderen Raptor gewandt, um da schon mal ein bisschen Initialakku zu bekommen, da schon mal ein bisschen was aufzubauen. Würde normalerweise auch für zwei, drei Schläge gut gehen. Dann hätte ich wieder darauf zurückgewechselt. Aber durch diese Fähigkeit, der hat sich da natürlich gelangweilt, hat ein bisschen Schaden mitmachen wollen, damit es schneller geht. Ja, hat er sofort die Akku gehabt. Ich habe mich nicht mehr auf Totenkopf in dem Moment fokussiert. Ja, durch seine hohe Fähigkeit ist die Akku futsch. Oben rechts und also unter der Minimap seht ihr auch noch ein anderes Addon, was ich benutze. Das ist ein Threat Meter. Das zeigt mir an, wer die meiste Bedrohung hat. Da ich eine Tankrolle da drinnen bin, ist die Tabelle gedreht. Ist so empfohlen für Tanks, um ja, zu sehen, wer möglichst nahe kommt. Für die DDs zeigt ihr an, wer generell am höchsten ist. Damit die wissen, wann sie kurz einen Damage-Stop machen können. Ein tolles Addon hat aber einen Nachteil. Du siehst in dieser Liste wirklich nur Leutchen drin, die dieses Addon selber auch drauf haben. Also das ist eine Schwachstelle von dem Ding. Ansonsten ist das relativ gut, um da halt eine Übersicht zu haben als CD und als Tank. Ist halt, wir befinden uns hier in Classic. Spätestens in den Raids oder sowas ist Akku-Kontrolle für die DDs ein wichtiger Punkt. Zwischendurch mal Damage-Stop oder sowas zu machen, kam durchaus des Öfteren vor. Kleine andere Anmerkung: Wir sehen jetzt zum Beispiel bei dem Vieh hier, dass da viele Hexadots und sowas drauf sind. Für Instanzen vollkommen okay, klar. Später in Raids könnte das dazu führen, dass die Mitnahme unwahrscheinlicher wird für Klassen, die relativ viel mit Dots und sowas arbeiten. Denn Gegner in Classic WoW, besonders Raidboss und sowas, können nur maximal 16 Debuffs haben. Und ja, dementsprechend wäre das eine Debuff-Platzverschwendung. Da haben andere Fähigkeiten höhere Priorität. Natürlich kannst du mit den Zeugs da rein, du kannst das auch draufklatschen, aber das wird durch andere Debuffs überschrieben. Die haben auch ein Prioritätensystem, diese Debuffs. Zum Beispiel dieses Rüstung mildern durch Rüstung zu reißen und sowas, das hat ein hohe Priorität. Das wird also auf jeden Fall drauf sein auf den Gegner. Genauso wie demoralisierender Ruf oder so. Ganz normaler Dot vom Hexer oder vom Jäger oder sowas, der wird im Zweifelsfall überschrieben. Der wird keinen Einsatz bei den Raid-Bossen haben. Wie gesagt, da sind nur 16 Slots. Ist ein bisschen komisch, war aber halt damals so. Komischerweise ist das für Buffs anders. Buffs können, theoretisch können 32 Buffs auf einen drauf liegen. Also man kann, es gibt zwar nicht so viele Sachen, die sich nicht gegenseitig überschreiben. Es gibt viele Buffs und kleine Möglichkeiten, sich zu boosten in Classic. Sehr, sehr viele. Allerdings kommt so kommt es in Wirklichkeit nicht. Ist halt ein bisschen komisch. Buffs kannst du dir relativ viele draufpacken, also richtig viele. Die Buffs bei den Bossen sind so stark limitiert. Aber naja, gut, so war es damals und ist auch ganz nice, das dann wieder so zu haben. Ja, hier der Weg nach oben ist relativ uninteressant, das Stückchen hier. Nachher kommen wir noch zu Gegnern, die ein wenig interessanter sind. Aber für diejenigen, die HDW zum Beispiel noch nicht kennen, die alte Version, die sich ja noch relativ häufig verlaufen, ja, ich müsste mit der Route
die ich hier einschlage, müsste ich eigentlich alle Bosse zu weit abgegrast haben. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch so ein Drachenfalke Boss war. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles drin. Wir haben die Schlangendots drin, wir haben die Schildkröte drin, wir haben die Donnerechse haben wir drin, wir haben den Endboss drin, dann kommt die Begleitquest. Müsste eigentlich alles drin sein, flüssig. Ist kein Weg zu viel gelaufen. Bei ein, zwei Stellen habe ich die längere Route gewählt, aber aus gutem Grund. Denn je nachdem, wenn ein Spieler, das sehen wir aber auch gleich, so auf Minimum-Level sind, um die Mobbing-Distanz sinnvoll gehen zu können, kann es schon mal passieren, wenn man bestimmte Stellen läuft, die kürzer sind, dass sie dadurch Aggro ziehen. Das ist eine besondere Stelle, wo es noch eine Brücke gibt, da oben sind Gegner drauf, man kann unten runter abkürzen, kann man den Weg ein wenig verkürzen, ich glaube 7 oder 8 Trash-Gruppen kann man damit umgehen, aber naja, wenn du relativ low bist, also Level, was ist denn das, 16, 17 rum, und damit reingehst, kann es natürlich passieren, besonders wenn du da hüpfend durch die Unterführung gehst oder sowas, dass du von oben die Aggro ziehst und die 6 oder 7 Trash-Gruppen, die da oben drauf sind, die kommen dann einmal angerannt. Also die ersten Gegner, die direkt auf der Brücke stehen, die werden auf dich aufmerksam, die rennen den langen Weg runter und schleifen dann alles mit. Ja, nicht besonders spaßig, deshalb gehe ich dann lieber den etwas längeren Weg. Ja, bei diesen Blubs, Elektroplasma-Dingern, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die wechseln ihre Farbe. Ich glaube, das war wegen ihrer Elementaranfälligkeit. Ich glaub, grün Natur immun, blau Eis immun, rot Feuer immun, irgendwie sowas war da, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Wie gesagt, später werden wir auch sehen, dass ich von der Priorisierung erst die Caster-Klassen und dann den Rest abweiche. Und das kommt besonders dann zu Trage, wenn wir zu den Drachenfalkengegner kommen. Denn, naja, da gehe ich später drauf ein. Wie gesagt, hier mache ich normalerweise so ein, zwei Schläge drauf und da breche ich einen Zauber, den ich nur sehe halt durch ein Addon. So, kann dann durch Totenkopf mitschleifen, gehe dann zu X rüber, baue da die Aggro auf, denn entsprechend waren die vorher auf die Heiler konzentriert oder sonstige Klassen, die da drauf geballert haben. Die Kiste selber interessiert mich jetzt nicht besonders. Nein, da sind immer schöne Sachen drin, davon mal abgesehen, aber naja, so wichtig sind sie dann nun auch wieder nicht. Material für Berufe kann ich auch anders befahren. Können sie die Ds dann haben? Was ich dann wohl interessant fand, war die Ader da. Deshalb habe ich auch gefragt, ob noch mehr Bergbau. Ich fand die Reaktionszeit, bis eine Antwort gekommen ist, relativ lang. Jetzt beim erneuten Gucken von den Aufnahmen her ist mir aufgefallen, dass die Zeit gar nicht so lange war. So, da fange ich an rumzuhacken, weil ich habe dann angenommen, nur war keine Reaktion. So, da wird dann gefragt, ob jemand Klamotten braucht. So, dann dachte ich, das Plus bezieht sich auf die Klamotten und habe dementsprechend schön weiter darauf rumgekloppt. Zinn war halt noch recht gut für mich. Und habe dann erfahren, dass Frau Abzock dann auch, tatsächlich dann auch Bergbau hatte. Da war das erste natürlich schon abgebaut. Ja, dann habe ich danach gesagt, ja, okay, war mein Fehler, hast du zu schnell gemacht. Dafür kannst du dann den Rest der Erze, die in der Instanz hier vorkommen, abbauen. Fand ich dann fair. Mein Zinn ist jetzt nicht so wichtig, allerdings gibt es ja auch Silbervorkommen und sowas. Kupfer sowieso nicht so dolle. Später ist natürlich auch nicht mehr so wichtig, aber naja, beim Hochleveln, wenn du die Beruf gerade am Skillen bist, eigentlich schon. Also auf das Rezept hätte ich zwar gerne Bedarf gemacht, da ich tatsächlich Ingenieurskunst habe und das Rezept noch nicht habe, aber naja, da ich schon so viel Zeit mit dem Tippen da verbracht habe, wollte ich jetzt nicht auch noch rumtippen und fragen, wer sonst noch Ingenieur hat und habe mich dann halt da angeschlossen und auch hier gedrückt. Ansonsten hätte das so ausgesehen, als wenn ich gewartet hätte, bis sie alle G gedrückt hätten und dann absichtlich Bedarf gedrückt hätte. Wäre also nicht nett gewesen. Achso ja, wenn ihr auf die Chatbox-Achse achtet oder sowas, denkt dran, es gibt tatsächlich einen offiziellen Suche nach Gruppen-Channel. Den könnt ihr entweder beitreten, indem ihr Rechtsklick auf die Chat-Einstellung macht, also oben auf das Allgemeinfenster und dann
ja, in den globalen Channels durchklickt und ihr einfach beitretet, oder ihr macht Join, Suche nach Gruppe, dann habt ihr den Channel an. Der ist global, den sieht man überall. Und ja, da lassen sich dann Gruppen für Instanzen wunderschön zusammenstellen, beziehungsweise für Gruppenquests etc. Also man braucht nicht extra nach Orima reisen und dann im Handelschannel zu posten, also, oder Unterstadt und Donnerfels, Thunderbluff. Also das ist nicht unbedingt nötig. Hier hatte ich vorgehabt, einen Out-of-Sight-Pull zu machen. Das heißt, wenn Caster auf dich casten und dich hinter eine Ecke stellst, ist die Sichtverbindung unterbrochen, dann hören die normalerweise mit ihren Casts auf und kommen sich zu dich rangerannt. Hat bei diesen Minisäulen jetzt nicht wirklich funktioniert, leider. Ansonsten ist das schon mal ein netter Trick, einer von den Pull-Arten, die man so machen kann. Also man kann mit Spot pullen, man kann pullen, indem man was auf die reinwirft, man kann natürlich reinchargen und draufhauen. Das ist so die gängigste Variante. Was gibt es noch? Was auf die werfen, auf Seite gehen, also sich verstecken, also dieses Out-of-Sight-Pull kann man halt machen. Man kann Body-Pull machen. Body-Pull ist einfach durchlaufen durch die Trash-Mobs. Funktioniert in Klassik nicht ganz so gut. Wie gesagt, dadurch, dass sämtliche Aktionen Aggro aufbauen und man beim Durchlaufen nicht viel macht, aber die Idee ist wahrscheinlich schon, gibt das einen schönen Aggro-Jojo. Ist also nicht wirklich für Klassik gedacht. Dann gibt es noch einen Sheep-Pull, also der Magier schiebt irgendeinen Gegner in einer Gruppe vor dem Kampf und ja, die Gruppe wird dann auf uns aufmerksam, kommt auf uns zu ran, der Tank fängt sie dann ab. Selbe geht mit dem Eisfallen-Pull, aber der ist schwieriger, da muss der Jäger ranlaufen, relativ nah dran laufen, bevor er Gesichtsakku kriegt, die Eisfalle hinlegen, noch ein Schrittchen weiter vorgehen oder anschießen. Tatsächlich Akku kriegen, zurücklaufen, den in die Eisfalle ziehen, sich eventuell totstellen, wenn er das schon kann oder sowas, damit der Tank dann übernehmen kann. Ist ein bisschen komplizierter. Klar, mit höheren Level gibt es da auch bessere Möglichkeiten, die dann zu platzieren. Ja, aber das sind so gute Arten, um Pull vorzubereiten. Ich glaube, Schurke mit Kopfnuss kann man dafür nicht so wirklich verwenden. Davon kriegen die Gegner gar nichts mit, weil er ist halt verborgener Kerl. Im Großen und Ganzen ist die Idee ganz gut verlaufen, außer naja, dass der Hexer zwischendurch meinte, ja, ich wechsle schon mal auf das nächste Target, baue da schon mal ein bisschen Dots und sowas drauf auf. Dadurch haben wir es manchmal, dass so gerade so Humanoiden, die kurz vorm Tod meistens flüchten, dass das normalerweise wunderbar gepasst hätte, dass sie nicht die nächste Trash-Gruppe geplündert hätten, mal Fokus Ziel, war ja Hauptziel, wäre das sofort down gegangen, wäre das kein Problem gewesen. Aber da der Hexer sonst was schon auf dem nächsten Ziel war, da schon mal Dots drauf aufbauen, hat das dann einfach zu lange gedauert, bis Totenkopf dann tatsächlich liegt, in der nächsten Gruppe reingerannt, mitgepult. Also es hat schon einen Sinn, warum dann Totenkopf drauf ist, und das heißt, das ist First Target. Ja, klar, für Damage-Optimierung. Klar, tappt man ein bisschen durch, verteilt die Dots ein wenig. Allerdings, Totenkopf ist Totenkopf, das muss als erstes down, da muss das auch als erstes down, da bleibt man jetzt die Idee drauf, bis das Ding liegt und fertig aus. Das ist auch ein sehr interessanter Pull. Das war definitiv ein Out-of-Sight-Pull, aber warum der Druide erstmal noch schön bis zur Seite gelaufen ist und sich dann entschieden hat, loszurennen, keine Ahnung. Die Akku hat er definitiv schon gehabt, man konnte das ja sehen. Man sieht ja hier das Ziel, worauf der Gegner sich konzentriert. Das war ich schon, während er da zur Seite rüber gelaufen ist. Naja. Wollte sich wahrscheinlich erstmal noch einen Kaffee holen. Wer weiß. Wie gesagt, dieser blöde Heilerbeam, Sehnensuche oder was das ist von Herr Abzock, der hat so richtig genervt. Der hat andere Akro gezogen. Ich weiß nicht, ob die Viecher die automatisch dann gezwungen werden, sich auf den Priester zu fokussieren. Eigentlich so, ja, Ewigkeit nicht mehr gesehen, dass die Fähigkeit so angewandt wurde. Besonders in Dungeons habe ich es eigentlich so gut wie nie gesehen, dass die überhaupt genutzt wurde. Hier versuche ich wieder auch einen Out-of-Sight-Pull, also mich um die Ecke zu stellen. Funktioniert nicht so ganz, weil entweder stehe ich nicht richtig um die Ecke, kann natürlich gut möglich sein, oder der Caster da hinten hat sich schon auf andere Gruppenmitglieder fokussiert in der Zeit. Kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Hätte ich definitiv anders machen müssen. Wieso da jetzt wieder so viele dabei sind, ist mir wieder auch unklar. Da war nur ein Caster.
eine Schlange und ein bisschen Non-Elite dabei, die ich eigentlich hätte pullen können so. Wahrscheinlich war das eine Putt von hinten. Wieso das jetzt zwei Cast-Druiden sind, die da mit rein sind. Also da habe ich definitiv falsch gepullt. Das hätte ich besser, schöner machen können. Klar, das war tatsächlich mein Fehler, dadurch, dass ich den Gegner so lange unbeobachtet gelassen habe und der Heiler natürlich weitergeheilt hat, hatte der natürlich von dem Akro, und da hat er jetzt mal nicht seinen tollen Akrobeam da genutzt, war klar, dass der Heiler da Akro hatte. Weil ganz lässt sich das auch nicht vermeiden. Lässt sich stark minimieren, aber hundertprozentig vermeiden lässt sich das nicht. Da brauchst du nur einen Schlafeffekt oder sonst was auf dem Tank zu haben und schon gehe ich Akro woanders hin. Oder halt manche Casts, die werden halt random gewirkt. In der Zeit konzentrieren sich die Gegner halt auch auf die anderen Spieler, die davon betroffen sind. Sieht beim Kampf immer so aus, als wenn ich die Akro dann verliere. Wenn ich mich oft am wundern, aber dann sieht man ja, okay, Cast behalten, der Cast gerade dann das auf den Gegner. Die Akro ist nicht wirklich weg. Der wechselt sofort auf mich zurück. Ich glaube, hier sieht man das wunderbar. Den Caster Hauptfokussen, damit er als erstes down ist. Dann auf den zweiten Gegner und sich dann dem Boss, der da in der Ecke steht, widmen. Funktioniert nicht so ganz, weil da wird schon auf den anderen Gegner geballert, der noch gar nicht markiert ist. Totenkopf ist Hauptziel. Der rennt jetzt schön rüber in den Boss rein. Wenn der Heiler jetzt auf unserem Level gewesen wäre, mit dem ganzen Trash dabei, wäre das höchstwahrscheinlich ziemlich problematisch geworden. Je nachdem, wie viel Mana der gehabt hätte, wie stark ich beschädigt worden wäre. Oder die Schlangen noch dabei. Ja, den Bosskampf hätte ich gerne anders angefangen. Aber naja, wenn die DDs meinen, die müssten auf andere Ziele rumkloppen als das markierten Ziel, weil sie es besser wissen, müssen ja schön Damage machen. Ja, dann passiert halt so ein Scheiß. Wir haben überlebt, war jetzt nicht so tragisch, aber das ist definitiv ein Fehlverhalten gewesen von Seiten der DDs. Wie gesagt, es sind nicht immer die DDs, manchmal ist es auch der Heiler, der Scheiße baut. Oftmals ist es auch der Tank, in dem Fall meine Wenigkeit, der was nicht richtig macht, muss man fairerweise natürlich auch noch dazu sagen. Ja, also nochmal, da muss ich ein Stückchen rausschneiden. Also wie gesagt, der Boss droppt zwei Schilder, einmal ein weißes Schild, ohne irgendwelche Werte, besonderen Werte, und einmal eine blaue Version davon, die ist ziemlich cool. Und ja, der Akro-Healer wieder mit seinem tollen Beam, tolles Akro-Jojo, geht zweimal hin und her mit seinem tollen Beam da, und ist die Akro sofort futsch, konzentriert sich natürlich auf was anderes. Bei so einem Halbboss, naja, durch sein hohes Level kann er es durchaus machen. Da ist hier das tolle Schild. Auf dem Level super zum Tanken. Burg Schattenfang gibt es ein schöneres Schild, aber da kommt man nicht so wirklich rein. Man kann zwar schon rein, aber erstens kann man es noch nicht anziehen. Ist, glaube ich, Level 23 das Schild. Und zweitens, als Tank würde ich das nicht empfehlen. Also, man kommt zwar vom Level her schon rein. Wie gesagt, das Gear kann man aber allerdings noch nicht anlegen. Und naja, als Tank sollte man gucken, dass man im Mittelfeld liegt, also zwischen den Gegnern, die da so drin sind, damit man das besser aushält. So, hier war die Idee, dass ich die Non-Elites einfach mitschleife, da ein bisschen Aggro dann aufbaue, damit es dann nachher schön flüssig weitergeht. Klappt relativ gut. Manchmal kommt wieder dieser tolle Aggro-Beam. Naja, das war mir dann zu dem Zeitpunkt dann auch schon scheißegal. Klar, man hätte da ein bisschen besser kommunizieren können, denn ich kann definitiv noch einen Zahn zulegen. Also, wenn den Leuten das so langweilig ist, ich kann die Gegner auch früher mit in die nächste Gruppe reinziehen und da aufbauen. Ist kein Problem. Also, den ersten HDW-Run, den ich mit dem Krieger gemacht habe, war ein absolutes Chaos. Da bin ich viel zu spät reingegangen. Da hatte ich schon drei Hunter dabei, zwei davon von der Gilde Affen mit Waffen. Die haben ihren Namen tatsächlich alle Ehre gemacht. Wir sind kaum durchs Tor reingekommen, waren die da schon auf die Gegner am Rumbolzen. Das immer wieder. Der Heiler hat super geheilt in der Gruppe, muss man echt sagen. Ja, da habe ich dann mein Tempo dementsprechend angepasst, mit den Gruppen im Rückwärtsgang zu der nächsten Gruppe rein, habe die angehauen oder sonst was.
Hat trotzdem nichts genützt, die haben wirklich alles da angeschossen. Naja gut, irgendwann, also bis zum ersten, doch, bis zum ersten wirklichen Boss, der oben auf der Plattform steht, habe ich das Spielchen dann noch locker mitgemacht. Dann wollte ich eigentlich die Rampe hoch, um da dann erst den nächsten Boss wegzuklatschen. Ja, die haben mich dann aber unten zum Boss hingezogen, mehr oder weniger durch das Trash-Pull. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ach scheiß drauf. Da bin ich dann auch in den Kindergartenmodus verfallen, habe ich mir gesagt, ja okay, werden wir dann also hier schon Mob-Bingo spielen, dann spiele ich mit. Haben also mit Mobs gepult bis zum nächsten Boss. Das waren dann vier Mob-Gruppen. Ich meine, wenn die das können, warum wollte ich das nicht auch machen? Der Boss hat uns dann zerpflückt. Und da kam dann natürlich diese neunmal kluge Frage, warum pullst du denn so viel? Normalerweise eine berechtigte Frage in der Indie, wo jeder DD extra zu Gruppen hinläuft und die mit dazu pullt, obwohl man zügig durchgeht. Eine ziemlich lächerliche Frage. Aber naja. Gut, da war ich ein bisschen trotzig, da habe ich dann halt geschrieben, naja, wenn die DDs so scheiße sind und meinen zu machen, was sie wollen, da kann ich das auch. Hab dann noch dabei geschrieben, dass der Heiler ziemlich gut war und sich fair verhalten hat. Der dritte Hunter hat sich auch relativ fair verhalten, muss man auch fairerweise dabei sagen. Ja, und dann habe ich die Gruppe einfach verlassen. Das war eine ziemlich arschige Gruppe, von allen Seiten aus. Meine Reaktion war nicht okay. Die DD-Reaktion war definitiv nicht okay. Absolut No-Go. Naja, das war meine erste Indie-Variante mit dem Krieger. Erste Tank-Erlebnis. Also nicht so pralle. Der zweite Run war dafür super. Eine perfekte Gruppe gehabt. Wir sind zügig durch. Alle haben sich schön auf die markierten Ziele fokussiert. Wir haben die weggeklatscht. Kurz bevor der letzte Down war, sind wir zur nächsten Gruppe hin, haben die mit da reingenommen. Hat wunderbar geklappt. Es hat so viel Spaß gemacht, dass wir direkt nochmal da reingegangen sind. Ein DD haben wir ausgewechselt, der vorherige, dem war das dann auch schon zu spät. Haben wir dann halt ausgewechselt und sind halt direkt am Anschluss nochmal reingerannt. Wir haben kurz die Taschen leer gemacht, kurz ein, zwei Quests in Ultima abgegeben und dann direkt den nächsten Mal. Also das war echt super. Tja, meine zwei HDWs, den ersten habt ihr ansatzweise gesehen, den zweiten seht ihr hier komplett. So. Wie gesagt, erst hier auf den Caster, den erstmöglichen Cast unterbrechen, den mitschleifen zu X rüber, noch ein, zwei Schläge auf den Unmarkierten drauf, so war der Plan, Schlachtruf noch rein oder irgendein Ruf da rein, weil das Aggro produziert. Habe ich ein bisschen versaut, ich habe zu lange gewartet, den Totenkopf mit rüber zu ziehen nach X, wo er nichts gecastet hat. Hier hätte ich gerne Schildschlag frei gehabt, um die heilende Berührung von dem zu unterbrechen. Wie gesagt, ohne Add-on würde ich das gar nicht sehen, was er da gerade castet. Später kommt das in WoW rein, dass man das sieht. Zu dem damaligen Zeitpunkt hörte man nur, dass sie irgendwas casten. Ob das jetzt unterbrechbar ist oder nicht. Hier hätte ich wieder heilende Berührung unterbrechen können, aber naja, ich war gerade am Rumtippeln. Multitasking ist nicht eine meiner Fähigkeiten. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich so das Gefühl, dass man subjektiv, jetzt wo ich das Video nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so war, aber ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich sich zu stark nicht auf Totenkopf und X konzentrieren, obwohl die markiert waren. So, da wollten wir wieder den Trick machen mit um die Ecke ziehen. So, Akku haben wir gekriegt, haben die Ecke, dann sollte der sofort angerannt kommen, macht er ja auch. So, in der Zeit auf dem anderen Viech Akku aufbauen, wieder auf Totenkopf wechseln. Naja, nur bleiben die DDs alle auf dem anderen Ziel. Der Hunter macht das Falscheste, was man machen kann, ist zwar ein natürliches Ding, aber er rennt weg. Ich kann ihn jetzt nicht durch halbe Indie folgen, die Akku wieder zu holen. Und naja. Da habe ich dann einen Caps Lock dann halt geschrieben. Dann nochmal geschrieben, damit das ein bisschen aggressiver rüberkommt. Dass sie sich gefälligst auf die Ziele fokussieren sollen. Das war auch wieder ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, subjektiv in der Instanz habe ich das Gefühl gehabt, dass sie andauernd auf das falsche Ziel gegangen sind. Jetzt beim Video neu gucken ist mir dann aufgefallen, okay, war gar nicht tatsächlich, war gar nicht so. Naja. Klar sind die zwischendurch auf andere Ziele gegangen, aber naja. Dieses Out-of-Sight-Pull hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte auch so daran gehen können. Besonders mit dem hohen Heiler wäre das kein Problem gewesen. Naja, man hat so seine Routine. Ich habe mir gedacht, damit die Gruppe nicht ganz so groß ist. Ja, dann schreibt das noch. Ich
War bei der Thematik im Kopf noch bei dem, was ich gepostet hatte, habe das nur so am Rande so überflogen, was er da schreibt. Ich habe mich halt auf den Kampf konzentriert. Dementsprechend ist die Antwort auch nicht ganz so wirklich sinnvoll. Also ich war noch der Meinung, wir sind noch darüber am Diskutieren, was Fokus im Ziel ist und was nicht. Also man sieht hier auch schon, dass der Hunter jetzt schon X markiert hatte mit seinem Huntermark. Das ist definitiv das falsche Ziel. Selbst als TD kann man sich die Force-Regel merken. Die Tanks werden wahrscheinlich als erstes auf die Mana-Klassen gehen. Die machen in der Regel die meisten Schaden. Physischen Schaden kann man besser negieren als Tank, als magischen Schaden. Besonders wenn man noch keine Widerstände und nichts hat. Von dem her, Caster sind nerviger als die anderen DDs, auch wenn die, anderen Gegner, auch wenn die mitunter auch mal größere Kellen reinhauen. Deshalb als Faustregel, Caster sind Fokusziel. Meine, der hat zwar auch Mana-Balken, aber das ist definitiv kein Caster-Mob. Der hat da so ein, zwei Fähigkeiten gecastet. Die Druiden sind dann doch Hauptziel. Die Blumen sind nervig, die müssen relativ fix weggebombt werden, weil die machen ordentlichen Schaden. Soll man nicht meinen, also für Non-Elites, also halb so wild, aber naja, die zerpflücken eine Gruppe schnell. Also wenn man die wild laufen lässt und die sich auf die DDs und sowas konzentrieren, die ticken doch schon schnell runter. Meine, selbst ich tick da schnell runter. Meine Rüstung ist auch nicht so dolle für das Level. Also da gibt es selbst auf dem Level bessere Rüstung, die man bis dahin schon haben kann. Hatte ich nicht gehabt. Ich habe mich kurz vorher mit einem AH eingedeckt. Flammenwurm ist nicht wirklich was für mich gedroppt. Groß vorher andere irgendwie sind da nicht. Bei den Quests habe ich auch nicht so wirklich was bekommen. Wahrscheinlich die falschen Quests genommen. Naja, bin kurz vorher im AH gewesen, auf Level 18 oder sowas, habe ich da nochmal eingedeckt mit Zeugs. War ganz okay, also ist ganz okay gewesen das Zeugs, aber naja, geht besser. Talentblümchen hat man bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gehabt zum Verteilen, also nicht viele. Hier zum Beispiel hier der Akkustrahl, warum? Warum? Absolut unnötig gewesen. Beim einzelnen Ziel. Außer dass ich wie bescheuert versuche, die Akku zurückzukriegen. Von dem Viech ist da nicht besonders viel passiert. Außer dass mein Leben relativ low ist. Die DDs derzeit auf dem Ektoplasma drauf waren und ich dann nichts auf Bonk und wieder relativ wenig Wut zur Verfügung hatte. Also eigentlich ist der Weg an so eine HDMI recht simpel, ne? Also wenn man reinkommt, oben die erste Halle nach der ersten Kurve, die klärt man bis zur Lady Anaconda oder beziehungsweise bis zur Höhle, wo man nachher die Begleitquest abgeben muss. Da springt man so runter, vom Eingang aus gesehen links, geht da den Weg hoch bis zu dem Schlangenboss und dann geht es rechts rum, vom Ursprungsweg aus unten durchs Wasser und arbeitet sich da hoch. Und wie sie kommt, da gibt es zwar jede Menge Windungen oder sowas, aber im Grunde ist das relativ leicht. Wenn mich nicht alles täuscht aus dem Kopf heraus, im Grunde ist das immer nur links halten. Den Weg entlang, immer den längeren Weg links rumnehmen, da kommt man logischerweise immer zu einem Bossen. Wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, also ich muss meine Atlas-Addons erstmal nochmal wieder aktualisieren. Atlas Loot habe ich mir jetzt Erweiterung runtergeladen, die mir auch die Position der Bosse anzeigt, also das alte Map-System von Atlas. Ist jetzt ein Atlas Loose drin, warum auch immer. Ich bin mir nicht so sicher, ob da noch so ein Feendrachen-Boss war. Aber wie gesagt, ansonsten über die Route, die ich hier laufe, wenn man also von der Haupthalle rechts rum durch den Wassergraben geht, sich ab da immer links zu halten, führt eigentlich zu sämtlichen Bossen. Hier haben wir diesen tollen Durchgang, wo man die halbe Ini pullen kann. Also wenn man jetzt da tatsächlich unten durchgehen, also hier rechts abbiegen würde, durch den Durchgang könnte man zwar ein bisschen Weg sparen, aber oben drüber stehen auch Viecher. Und je nachdem, wie das Level der Leuchte in der Instanz ist, kommen die in Akku-Reichweite. Die Viecher werden auf einen aufmerksam und die rennen dann den ganzen Weg außen rum und kommen auf einen und zugelaufen, da wo wir jetzt hochgehen. Klar, den Weg, den wir jetzt hochgehen, ist ein bisschen mehr laufen. Bisschen mehr Gegner wegkloppen, ist definitiv aber die sichere Variante.
Ja, das Video wird relativ lang. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich denke mal, man hätte locker bei einem Run vielleicht 10, 15 Minuten einsparen können, wenn man zügiger zu den anderen Viechern gegangen wäre. Aber ansonsten, mit der Zeitspanne muss man tatsächlich in HDW rechnen. Das ist Klassik, da rennt man nicht mehr in 15 Minuten durch die Instanzen durch. Später in höheren Instanzen wird das sogar noch schlimmer. Also damals als ich angefangen habe zu tanken und wir Schwarzfels Tiefen waren, da war das auch noch relativ Klassik ähnlich. Wie ich das schon erwähnt hatte, da hat man wirklich mal einen Run gemacht, wo wir versucht haben, alle Bosse zu killen. Wir hatten zwischendurch ein bisschen Respawn drin, nicht komplett, aber ein bisschen. Und sind auch ein, zweimal gewiped. Wir waren halt damals, naja, ich war da noch ziemlich blauäugig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, sind wir tatsächlich nur ein oder zweimal gewiped. Das ist nicht oft. Nicht für unseren Wissensstand von damals. Hat also nicht so viel Zeit gekostet, aber selbst das hat 4,5 Stunden gedauert, wirklich alle, was sind das, 17 Bosse oder sowas da drin abzugrasen. Auch obwohl das ist jetzt tatsächlich ein Extremfall, ne? Also Schwarzwälds Tiefen, die verdammt viele Bosse. Normalerweise werden die Runs unterteilt. Selbe ist in Stratollen. Stratholm geht man entweder die lebende Seite oder die untoten Seite. Es ist selten, dass man beide Seiten gleichzeitig macht, weil es dauert halt extrem lange. Wenn man dann erstmal einen Schlüssel dafür hat, ne, ist auch wichtig. Bei uns in der Gilde damals haben wir das mal so gemacht. Schlüssel hatten definitiv Tanks Priorität. Klar, ein DD sucht oft eine Gruppe, allerdings, ja. DDs können in Gruppen variieren. Ein Tank muss immer in der Gruppe drin sein. Wenn ein Tank oder ein Heiler den Schlüssel hat, ist garantiert, dass man auch reinkommt. Deshalb hatten die Priorität. Über kurz oder lang, sicherlich haben sich die anderen DDs dann auch den Schlüssel geholt. Wie das jetzt hier mit Randoms-Gruppen läuft oder sowas, keine Ahnung. Mal gucken. Gibt diverse Schlüssel, die man braucht. Diverse Items, die man für bestimmte Bosse braucht. Zum Beispiel Sulfurak, den Hammer, um, wie heißt der, Godzilla. Kratzler oder sowas zu holen, den muss man zum Beispiel haben und all solche Sachen mehr. So, ich habe mich erst gedacht, hier ist nur das Zweier-Trash-Pack, also habe ich den mit Totenkopf markiert und wollte den Deviat-Schlurfer da mit X markieren. Habe dann, als ich um die Ecke gekommen bin, gesehen, dass der andere Druide noch da steht, den natürlich dann mit X markiert. Also die Druiden haben definitiv Priorität vor dem Schlurfer. Dadurch das AOE-Gebäsche hatte jemand anders schon Akku gezogen gehabt von X. Das ist ja nicht so wild, passiert zwischendurch. Auf den DVR-Schlufer habe ich da noch nicht wirklich viel gewirkt. Der dreht natürlich durch, besonders wenn die anderen da schon drauf rumhängen. So, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, das war eine andere Gruppe. Also, ich weiß nicht, ob das in dem Run war oder mit der Gruppe davor. Hatte ich das echt ein paar Mal Totenkopf markiert, X markiert, noch ein drittes Viech dabei. Totenkopf geht relativ zügig down, alles andere ist schon so ein bisschen markiert. Ich widme mich X zu, wie sich das gehört. Kloppt da ein bisschen drauf rum, tappt zwischendurch ein bisschen rum, damit der Unmarkierte auch noch ein bisschen was abkriegt. Und darf dann dabei zusehen, wie X dann noch schön steht und der Unmarkierte als erstes weggerotzt wird. Ja, ist definitiv No-Go normalerweise. Wie gesagt, auf der Schwierigkeitsgrad, auf dem Level, auf der Levelstufe mit den ersten paar Instanzen ist das noch nicht so wild. Allerdings, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also wenn man sich das abgewöhnt als Idee, das zu missachten, später, spätestens in Raids, sorgt das dann für Stress. In höheren Instanzen ist es unbequem und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du von bestimmten Heilern oder Tanks mitgenommen wirst, wenn du das regelmäßig machst. Wie gesagt, wir befinden uns hier in Classic. Da tickt das Ganze noch ein wenig anders, als man das von Fucktail, Retail, WoW mittlerweile gewohnt ist. Und ja, ich mag es. Also hier macht mir das Tanken tatsächlich wieder Spaß. Seit Mitte Wrath of the Lich King bzw. Cataclysm und höher hat mir das Tanken im Krieger echt definitiv keinen Spaß gemacht. Nicht, weil die Instanzen anders geworden wären oder sonst was, sondern einfach das liegt einfach an der Gruppendynamik, die durchrennen und die Gegner innerhalb von 15 Minuten zu arbeiten, ist nicht meins. Klar, packe ich das auch. Ist jetzt nicht so, ist wirklich nicht schwer, das zu machen, aber ist nicht mein Playstyle. Ich mag das hier viel, viel lieber.
Also wie gesagt, die Schlurfer, die machen nicht besonders viel an Casts. Die machen diesen, haben wir da gerade gesehen haben, diese wilde Regeneration, also heilen sich ein bisschen, das ist alles, was die machen. Deshalb haben die nicht so eine hohe Priorität. Das ist eine scheiß Stelle. Wenn man jetzt links um die Ecke geht, steht der nächste Schlangenboss. Einer von diesen Wächtern. Und ja, der hat ein blödes Trash-Pack noch mit da dran. Also der hat so einen Schlurfer dabei, noch einen Druiden dabei, die relativ nah dran stehen. Die pullt man immer zu dritt. Deshalb ist da auch mal Druide First Target, der Schlurfer der zweite ist, dann zum Boss, die schnell wegkloppen. Macht im Endeffekt weniger Schaden, als wenn man es umgekehrt macht. Wenn man erst den Boss wegrotzt und dann die Viecher weghaut. Zumindest in der Theorie. Das Ganze wird hinfällig, wenn die DDs schon auf den Hauptboss rumkloppen, obwohl das anders markiert ist. So. Und auch hier ist dann die Gefahr, dass der Druide dann nachher den Berg da hochrennt, wenn er flüchtet, wenn er ziemlich low ist und die nächsten Trash-Packs pullt. Deshalb definitiv Totenkopf muss als erstes down. Und man wechselt erst auf den anderen Gegner, wenn der tatsächlich down ist. Klar, ist das ein bisschen DPS-Verlust, aber mein Gott, DPS ist nicht alles. So, da versuche ich hier dann hier wunderschön um die Ecke zu pullen. Funktioniert relativ, glaube ich. Oh ne, da sind sie doch nicht mitgerannt. Nur Run davor hat es, glaube ich, geklappt. So, ein bisschen Akku auf Totenkopf aufbauen. X habe ich ja schon ein, zwei Schläge drauf gemacht, sollte also passen. Lord Pythos nochmal ein bisschen ankratzen, damit er auch auf mich drauf hängen bleibt. Schnell wieder auf Totenkopf, bevor der wieder seinen blöden Akrobeam macht. Und naja, irgendjemand hat wieder ein Plasma gezogen, wo das Viech herkam, keine Ahnung. Als ich mich im Raum umgeguckt habe, war eigentlich noch genug Platz, dass man die hätte nicht enden müssen. Den ignoriere ich dann auch so. Und da muss definitiv Totenkopf schneller dauern. Und er hätte nicht mehr viel gefehlt, dann wäre er in der nächsten Gruppe gewesen. Hätte die also mitgepult. Da holen wir nochmal das Ektoplasma ab, damit die anderen DDs nicht so viel Schaden kriegen. Weil hier Mr. Akrobeam hat da sein Mana schon richtig schön verballert, wollte ja unbedingt Schaden mitmachen. So, und derzeit habe ich von Lord Pythos die Akro verloren. Weil da Heiler ja schön damit drauf gekloppt hat. Meint, dass er müsste es ja besser wissen. Naja, die hat man auch allerdings auch schnell wieder gehabt. Also ist definitiv nicht so gut verlaufen. So einen Schlaf hätte ich auch am liebsten unterbrochen. Naja, habe ich nachher einen Blitzschlag unterbrochen. Naja, wenn die DDs und sowas schlafen, ist das halt schlecht. In dem Fall hat es die Hyäne erwischt. Ist also nicht so tragisch. Schlimm ist es, wenn es ein Tank oder ein Heiler erwischt. So, das Zeugs interessiert mich nicht wirklich. Da freut sich der Hunter. Zumindest für 2er-Set-Bonus ist ganz praktisch für einen Hunter. Darüber hinaus ist mehr für einen Druiden gedacht. Das Set definitiv. So, das passt eigentlich normalerweise immer, selbst wenn die relativ low sind, die Mitspieler, dass man sich hier vorbeischleicht und die Gruppe noch maximal mitnimmt. Die könnte man eigentlich auch auslassen, aber naja, sicher, sicher. Manchmal hat man auch Spieler dabei, die nur Brain AFK schnell zum Tanken laufen und dann, naja, Luftlinie direkt auf den zu laufen, ohne den Bogen zu laufen, um den anderen Trash-Pack zu umlaufen. Das waren jetzt viele Laufens. ja, von dem her, so muss man so abwägen. Nehme ich die Gruppe jetzt da weg, damit die keiner aus Versehen pullt? Oder schleichen wir uns jetzt da vorbei? Normalfall entscheide ich mich meist dafür, nimm sie eben kurz weg. Kostet nicht viel Zeit, verhindert aber wahrscheinlich einen potenziellen Vibe. Weil, wenn sich die Gruppe zerstreut, der Tank, der meistens vorrennt, ist schon ein paar Meter hier weiter und hinten da, pullt dann die Gruppe dann doch noch. Ja, bis du dann wieder zurückgelaufen bist, naja, kann sich da schon viel auseinandergenommen haben. So, jetzt hier kommen wir zu den ersten Feendrachen. Und hier ändere ich meine Priorität. Normalerweise habt ihr ja schon die ganze Zeit gesehen, die Druiden, normalerweise fokussiere ich ja als Hauptziel, dass die eben als erstes down gehen. Hier wollte ich ihn wieder wunderbar um die Ecke ziehen, aber naja, Mr. Heilelot, Charge Beam. Hat da schon wieder die Aggro, ich den lieber gerne weitergezogen. Aber zurück zu den Drachen, die da kommen. Die blauen, die vielen, deshalb sind die absoluter Fokus-Team. Und zwar vielen die so, dass du den Cast nicht siehst. Vier heißt, du wirst von Angst erfüllt und rennst dann durch die Ini rum. Ja, Murphys Gesetz, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in die nächste Trash-Gruppe rein, kann tödlich enden. Deshalb haben die Hauptziel. Als nächstes in der Liste kommt dann die grüne Deviatschlangen.
Schreckensdinger, denn die machen Toxinschaden. Toxinschaden habe ich so subjektiv die Wahrnehmung, dass das definitiv mehr Schaden macht als die Casts von diesen Druiden. Deshalb sind die nächsten in der Prioritätenliste, die ich immer anvisiere. Ne, also hier, erst die Schlange, dann den Druiden. Schlange ist definitiv keine Mana-Klasse, allerdings macht die mehr Schaden. Und dann das Ektoplasma normalerweise. Wobei ich mir bei dem Ektoplasma auch nicht sicher bin, ob der nicht eventuell mehr Schaden macht als die Druiden. Deshalb. Naja. Aber wichtig ist halt, Totenkopf muss als erstes down. Was hier definitiv nicht klappt. Mein Totenkopf geht zwar down, aber Druide des Giftzahns hat auch schon ordentlich Schaden abgekriegt. Also irgendjemand ballert da schön fleißig drauf, anstatt sich um die Schlange zu kümmern. Je nachdem, wie gut der Heiler ist, wie weit der Heiler ist, wie gut das Equip von dem Tank ist oder sowas, kann das dementsprechend tödlich enden im Laufe der Zeit. So, den ersten Druiden weg, den zweiten Druiden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier sinnvoller gewesen wäre, erst das Ektoplasma wegzuhauen. Mein Gefühl nach nicht. So. Der Druide schon so weit down, dass da Fokusziel bleibt. Dann, wie gesagt, allerdings die Schlange, die jetzt da noch neu dazugekommen ist, Gott sei Dank hatte ich da den Level ab, damit die nicht mehr weiter rumfährt. Man kann Glück haben, dass man in die Richtung gefehlt wird, wo man schon alles weg hat. Aber das kann auch böse enden. Wie gesagt, man hätte den Weg ein wenig abkürzen können. Ja, aber die Route, die kenne ich hundertprozentig. Ich weiß, dass ich da zu den Bossen hinkomme. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, ob da nicht irgendwo noch so ein Feendrachenviech Boss war. Da bin ich gerade so am Überlegen. Ich weiß nicht, ob das damals ein Rarviech war, was ich da, was mir da noch im Kopf rumschwebt, oder ob das tatsächlich ein fixer Boss war. Deshalb auch hier wieder, wie gesagt, die blauen, die vieren. Deshalb da Totenkopf drauf, dann wieder zu den Druiden. Ich habe damit gerechnet, dass der Druide auch in den Kampf gezogen wird. Wurde er jetzt nicht. Ist manchmal ein bisschen schwer abzuschätzen. Da sieht man es auch wunderschön. Die Hyäne wurde jetzt in dem Fall gefeiert und naja, ich hatte das Viech die ganze Zeit im Target. Man hat keinen Zaubercast gesehen oder so. Deshalb, da kann man also auch nichts unterbrechen, selbst mit Addon. Passiert random, hätte jeden treffen können und naja, das Wegrennen hätte auch in jede Gott weiß wo Richtung passieren können. Hier sieht man es auch wieder, der eine Druide ist schon markiert, ist eigentlich jetzt das nächste Fokusziel, weil Totenkopf existiert nicht mehr. Allerdings der unmarkierte tickt relativ schnell runter, also da mindestens ein DD haut da schon fleißig drauf. Es wird nicht der Hexenmeister eben gewesen sein, der den so weit alleine runterbringt. Hier auch, also da war abzusehen, dass das ein Dreier-Trash-Gruppe wird. Da hätte ich früher, definitiv früher markieren müssen. Ja, da habe ich dann noch mal wieder ausprobiert, erst die Caster wegzunehmen. Obwohl ich, wie gesagt, die subjektive Empfindung habe, dass das Toxin-Zeugs wirklich tatsächlich mehr Schaden macht als die Cast von den Druiden. So, jetzt dürften wir auch schon fast bei der Donnerechse sein. Ja, weit ist es nicht mehr. So, viele rennen dann jetzt hier rechts hoch. Ich laufe da auch wieder links. Ist der direktere Weg zum Boss. So, der Zauber unterbrechen kommt da ein bisschen spät. Ich unterbreche da den Blitzschlag anstatt die Heilung. Wie gesagt,
demoralisierender Ruf oder der andere Ruf, die sind auch gut, um AOE-Akku aufzubauen, weil halt regeneriert Akku. Spalten ist da relativ gut für, das kriegt man, glaube ich, mit 20 habe ich das gekriegt. Ingenieur ist sowieso der Klassik-Beruf schlechthin, den bin ich da jetzt schon mit am Skillen, deshalb schön ein paar Granaten in die Gruppen rein, ist auch mal gut für AOE-Tanken. Wie gesagt, ich biege dann hier links ab, anstatt rechts hoch, wie die meisten das machen. Dann ist das nur noch der Druide, der Drache, dann ist da noch ein anderer Druide mit ein paar Pflanzen, zwei Druiden wachen und dann ist schon direkt die Donnerechse da. Na, gleich sehen wir, glaube ich, auch noch, wie ich Talentpunkt verteile. Ich habe ja vorhin noch Talent dazu, Pünktchen gekriegt durch Level Up. Den setze ich gleich, glaube ich, erst. So, wie man hier sehen kann, ist der Weg relativ frei. Also keine Patrouille oder nichts. Wenn man jetzt die, da oben auf den Hügel guckt, da flattert zwar irgendwas in der Gegend rum, aber nichts in unmittelbarer Nähe. Hier patrouilliert eben noch ein Ektoplasma rum. Manchmal ist das in dem Gehege, da ist der nächste Boss schon hinter dem Gehege. Also die beiden machen noch einen Weg. Oben rechts sieht man jetzt auch noch unter den Buffs den Ektoplasma. Das gucke ich mir jetzt so kurz an. Aber das ist ja gerade in den Höhlen am Rennen, also von dem her spät steht, von dem eigentlich nicht so wirklich die Gefahr. Da habe ich mir überlegt, okay, sollte lange genug dauern, bis der Viech zurückkommt. Also alles easy peasy. So, und dann passiert was ganz Komisches. Ich habe weit und breit jetzt nichts gesehen. Ich habe hinter mir die Gegner, den Raum auch nicht mehr in den Augen. Ich drehe mich auch nicht mehr um. Allerdings, wenn ich jetzt aufs Scum drauf gehe, kommt dann die Chatmeldung, dass da von hinten was ankommt. In dem Moment war ich aber schon an dem Viech dran. So, da gucke ich mal so ein bisschen noch da oben drauf, was der Exoplasma macht. Aber wie gesagt, ich gucke mir nicht den ganzen Raum an. So, ich habe genug Wut. Auf den Heiler habe ich jetzt da nicht geachtet. Das war auch ein Fehler, der ist gerade voll oben. Ja. Hau den ersten Schlag drauf und gleichzeitig kommt die Chatmeldung, dass da auf einmal ein Feendrachen geedet hat. Naja, da war ich dann überlegen, nehme ich den jetzt ab oder nicht? Bleibe ich auf dem Boss oder nehme ich den ab? Da tingle ich ein bisschen hin und her, bin mir uneins. Das ist natürlich ein Fehler. Da hätte ich definitiv erstmal auf dem Boss bleiben müssen. Für die DD soll das klar sein. Das Viech da zu klatschen, das sollten sie schaffen. Eine Elite-Gegner. Ist ja nicht so wild. Allerdings, naja, so ein Boss, der haut für einen DD richtig ordentliche Kellen rein. Das hat mich da dementsprechend ein wenig Mut gekostet, das Umentscheiden und versucht, den dann doch wegzunehmen. Hätte man da auch schöner lösen können, besser denken können. Definitiv. Wieso ich jetzt dem da jetzt noch einen Schildschlag da reingehauen habe, um den Cast zu unterbrechen, weiß ich nicht. Manchmal ist man jetzt ein bisschen Brain AFK. Also was Ausdauer und Rüstung angeht, wäre der Rücken, das blaue Item ganz nice gewesen, aber naja, da war auch Wille und sowas drauf, das ist dann doch mehr für einen Hunter was. Ansonsten, naja, wenn die Gruppenzusammenstellung anders gewesen wäre, hätte ich da eventuell Bedarf drauf gemacht, ich weiß es nicht. Also, naja, geht auch so. So weit ist es jetzt nicht mehr. Das sind nur noch zwei, drei Trash-Gruppen. Dann haben wir schon die Spalte, wo man drüber springt, wo es dann zu den Erfolgsboss geht, sage ich mal. Also wie gesagt, wenn das Erfolgssystem eingeführt ist, Dungeon-Erfolge gibt oder sowas, kommt man da oben zu diesem großen Schlurfer hin, der dann auch tatsächlich dann den Erfolg prockt, obwohl man die Begleitquest noch machen muss. Vielleicht muss, man kann sie machen, man muss sie nicht unbedingt. Ja, in dem Run davor habe ich dann halt bei diesem Begleitquest-Boss dann noch die Rüstung gekriegt, die man hier oben rechts innerhalb in meiner Leiste sieht. Die kann ich aber erst mit Level 23 anziehen. Ist eine ganz nice.
So, das Vierviech da noch weggekloppt. So, nächste Gruppe schon markiert. Ja, da war der Köter ein wenig zu nah dran. Also die Hyäne hat dadurch eine Agrobrücke hergestellt. Ist jetzt nicht so wild. Hätte ich auch berücksichtigen müssen. Ein Blick auf das Level vom Jäger, beziehungsweise ja, dementsprechend von dem Pet, das ist meistens entweder auf demselben Level oder ein Level unter dem Jäger. Level halt ein bisschen nach, nicht so schnell wie der Jäger selber. Hätte ich das berücksichtigen müssen. Hier auch wieder, wenn er nicht so viel rumgerannt wäre, hätte ich das viel, viel, viel schneller abnehmen können. Der Nachteil an Classic Anispot ist halt, du musst in Nahkampfreichweite sein. Mir wirkt nicht auf Distanz. Später, ich glaube Level 24 oder 26 kriegt man den AOE-Spot-Schrei, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, demoralisieren Ruf ist es nicht, dieses kleine Bärchenfratze. Anspornerschrei, irgendwie sowas, keine Ahnung, komm jetzt nicht auf den Namen. Dann geht das dann schon wieder ein bisschen besser. So, da sieht man meinen Talentbaum, wie weit ich bis jetzt bin. Da war ich schon überlegen, nehme ich jetzt den Last Stand drinne, also mit rein, den Punkt rein, oder erstmal die Bedrohungserzeugung. Da ich jetzt in den letzten beiden, also in dem HDW und dem davor, ein bisschen Probleme hatte mit der Aggro. Einmal wegen dem Krieger und einmal wegen Mr. Seelenlutscher da. Habe ich mir gesagt, ja komm, nimmst du erstmal ein Pünktchen da rein in mehr Aggro-Erzeugung. Also das Talent, was da sagt, eure Fähigkeiten erzeugen mehr Bedrohung. So, den Vierhaini noch. Und rechts um die Ecke. Ja, den Ekoplasma habe ich absolut nicht gesehen. Wo das schon wieder herkam, kein Plan. Da versuche ich da ranzulaufen. Sollte man möglichst auch vermeiden, denn ja, im Rücken hat man null Schutz, egal wie viel Rüstung man hat oder sonst was, im Rücken ist man hundertprozentig anfällig. Gilt nicht nur für Spieler, gilt auch für die Bosse und sowas. Also, wenn ich ein bisschen besser drauf gewesen wäre an dem Tag, hätte ich die ganzen Trash-Gruppen und sowas auch jedes Mal von den DDs weggedreht, damit die schön mit dem Rücken zu den DDs stehen. So, hier gehe ich dann immer hier so rum, zwischen den Felsen. Nimm das Viech da weg. Normalerweise passt das. Die nächste Gruppe kann man je nach Spielerlevel auch weglassen. Also da den Druiden und die nächste Schlange. Sich einfach weiterschleichen. Ist aber immer risikoreich. Auch hier sehen wir sofort, die Blümchen werden, glaube ich, noch damit reingezogen. Oder war da eine Gruppe davor? Durch den Vier von dieser Schlange. Ich glaube, die Hyäne rennt da, glaube ich, wieder hin. Oder der Jäger selber. Oder war das doch in einer anderen Gruppe? So, ich habe auch schön noch kurz gesehen, der eine Druide hat wo, aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendeinen Sprinter hingelegt. Da rechts oben, da sieht man es auch wieder im Hintergrund. Ein bisschen buggy. Macht da Frühsport oder so, keine Ahnung, nach der 11. Woche das wohl. Ja, stimmt, in der anderen HDW-Gruppe war die Stelle hier ein Problem. Die haben dann doch noch geedet. Ja, das ist mal so ein Abwägen. Nimmt man die Gruppe da weg oder lässt man sie stehen und schleicht dran vorbei? Dann kommt die Meldung, dass der Jäger keine Munition mehr hat. 1600 Schuss dabei gehabt. Alles schon verbraten in der Inni. Spielt also bei solchen Abwägungen halt auch eine Rolle. Ne? Also wenn man einen Hunter dabei hat, vielleicht hat er noch den ersten Munitionsbeutel, vielleicht auch schon den weiter, einen höheren. Aber naja, da gibt es relativ viele Trash-Packs, besonders da man den langen Weg läuft, um da nicht so viel zu pullen. Ja, kann natürlich passieren, dass dem die Munition ausgehen. Wenn ich selber mit dem Hunter reingehe, ich habe jetzt glaube ich, habe noch die erste Munition. Nee. Mal überlegen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem Hunter da drin war, hatte ich schon durch die Lederverarbeitung die zweite Muni, wo das Viech hier kam, wieder kein Plan, die zweite Muni-Tasche. Ja, die habe ich mal komplett voll mitgeschossen, wenn ich in der Distanz reingehe. Also auch kein angefangener Stapel oder sowas.
Plus, ich nehme immer noch zwei Geschossstapel noch so in regulären Taschen mit, die ich dann nachfüllen kann. Sicherlich kostet Taschenplätze, die sowieso ziemlich rar sind, aber ist sicher. Und natürlich immer genug fressen. Also so ein bis zwei Stacks fürs Pet ist schon relativ wichtig. Gerade falls man mal Heiler hat oder was die Meinung sind, dass die Pets nicht geil werden müssen, das kann er ja selber machen. Ja, wenn das Pet dann oft stirbt und man das auch relativ häufig wiederbeleben muss, umso schneller wird es unzufrieden. Da muss man eben die stärker füttern. Wenn man die stärker füttern muss, naja, irgendwann geht einem das Futter aus. Also so Sachen, die man beziehen muss. Warum habe ich dann hier geschrieben, die Pets wegpacken für den Sprung? Nun, wie gesagt, wie sicherlich schon ein, zwei Mal aufgefallen ist, wir befinden uns hier in Classic. Im Gegensatz zu Spielern, die einfach drüber springen können und das Spiel das dann einfach ganz normal weiterberechnet, berechnet das Spiel für die Pets diese Pfade nicht. Das Spiel registriert das so, auch wenn man das optisch nicht so wahrnimmt, als wenn die Pets durch einen regulären, imaginären Weg da langlaufen würden. Und dieser imaginäre Pfad kreuzt dementsprechend auch noch ja, stehen gelassenen Trash, der dadurch automatisch gepult wird. Also wenn man die Viecher nicht wegpackt, hat man da lauter Caster oder sowas, die unten im Canyon steht, die man vorher weggelassen hat und sowas, die einen noch verfolgen. Spätestens wenn man oben an einem großen Schlurfall da arbeitet, an dem Boss, spätestens da haben die Viecher einen dann eingeholt. Die können dann tatsächlich irgendwie die Spalte da überqueren. Und ja, gibt eine schöne böse Überraschung. Deshalb Pets an dieser Stelle wegpacken. Oft genug erlebt, dass er nachher so die halbe Indie, die noch gestanden hat, danach gerannt kam. Weil in Instanzen die Viecher verlieren, die Akku-Range verlieren die nicht. Also man kennt das ja so beim Quest oder sowas, wenn irgend so ein Viech, was man nicht mehr wirklich braucht, was einem nervt, da rennt man einfach weit genug von weg, irgendwann weg, dann irgendwann lasst die von einem ab. Passiert in Dungeons nicht. Die rennen die komplett hinterher. Zumindest in diesen Dungeons passiert das. Ich glaube, auf Retail ist das mittlerweile so, dass sie irgendwann die Akku verlieren können. Hier allerdings nicht. Zumindest habe ich das noch so in Erinnerung, dass sie die Akku nicht verlieren, die Viecher. Ja, und deshalb da kein Risiko eingehen, kurz die Hunter Pets und Hexer Pets kurz wegpacken und dann weiter. Ja, und dieses Wegpacken so ist als Hunter halt auch mit Vorsicht zu genießen, denn je öfter man das macht, und das ist halt auch ein Faktor, der damit reinarbeitet, wie schnell das Pet unglücklich wird. Das Wegpacken, Neurufen, macht das Tier halt auch unglücklich. So, hier nehmen wir jetzt noch die Schlange weg. Und dann laufe ich so einen kleinen Bogen fast Richtung diesen Megaschlurfer da drauf zu und in den anderen Trash-Pack weg. Was mir schon oft passiert ist, oder was ich schon als Idee oft miterlebt habe und wo ich selber getankt habe, wenn ich jetzt hier die blaue Schlange wegnehmen würde, dass der Schlangenlord da oft mitgepult wird dabei. Deshalb, wenn man hier so einen kleinen Bogen läuft, den Cast hier wegnimmt, Ektoplasma, was eine große Part macht, und da kommt die Schlange gut hinzu, kann man die wegnehmen, ohne den Lord Pythas da, wie der da heißt, gepult zu haben. Wobei mal die blaue Schlange am besten auch normalerweise noch ein Stückchen weiter zurückzieht, denn was hier auch sofort passieren wird, der wird mich vieren. Und ich habe Glück gehabt, der Vier hat mich weder oben zu dem Boss noch unten zu dem Boss geschickt, sondern wieder zurück zu den anderen DDs. Hätte auch böse enden können und zu einer der Bosse gehen können. Gut, die Trashpacks sind weit weg, der Heiler hat noch genug Mana, ich habe noch relativ gut viel Wut, das reicht für ja, Lord Serpentis, das heißt ja, genau, auf den Lord Serpentis drauf, also der nächste Boss. Den rotzen wir dann schön sauber um. Da ist hier diesmal wirklich nichts zu beanstanden. Gott sei Dank geht der Schlaf auf die Hyäne, den Schlaf hätte ich noch unterbrechen können, aber ich hatte ja auf CD meinen Unterbrechungsschlag, die heilende Berührung versuche ich jetzt zu unterbrechen, habe aber verfehlt. Kann halt schon mal passieren. Ich hätte noch Bodenstampfer machen können, also Volksfähigkeit, hätte das auch noch unterbrochen.
Aber naja, so tragisch ist das auch wieder nicht. So, mal ein kurzer Blick. Heiler hat noch genug Mana. Ich habe genug Wut. Wunderbar für den nächsten Pull für den Boss. Mein Inventar ist voll. Na egal, ran an den Boss. So, hier mache ich das auch gerade bei Boss. Ist das wirklich schön von der Gruppe wegdrehen. Schildblock immer schön an. Rüstung zerreißen drauf, möglichst bis auf 5 hochgesteckt, demoralisierender Ruf, schön aktiv. Ja, kurz vorm Auslauf nochmal halt nochmal erneuert, zwischendurch mal nochmal in den Inventar leer. Also bei dem Kampf funktioniert das wunderbar, dann bei dem Boss muss man so gut wie nichts beachten, außer dass er einen Mega-Kellen reinhaut. So, und das Cape nehme ich dann tatsächlich, also wie man sieht, das ist das, was ich vorher anhatte. Wie gesagt, das blaue Cape, was vorhin war, das hatte irgendwie 20 Rüstung, 5 Ausdauer und ein bisschen Wille drauf. Ja, aber Wille ist mehr so für die anderen Klassen. Also die Rüstung und die Ausdauer sicherlich interessant, gerade im Vergleich zu dem, was ich zu dem Zeitpunkt da anhatte. Allerdings Wille und sowas, das ist Wille ist auf jeden Fall ein Wert, der interessant für Hunter ist. Nicht nur für Hunter, auch für andere Klassen, aber für Hunter ist auch besonders wichtig, denn naja, die Schüsse und so sind arschteuer. So, und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn wir den jetzt Ektoplasma jetzt wegmachen und die anderen kommen, die Raptoren da oben, die werden gepult. Das habe ich vorher nicht so mit berücksichtigt, also die beiden Raptoren hätten vorher noch mitklären können, aber so ist auch kein Problem. So, da habe ich mich schon darauf eingestellt, die abzufangen. Habe allerdings unterschätzt, wo die tatsächlich um die Kurve kommen. Ansonsten wäre ich da früher dran gewesen. Ja, und das war es im Großen und Ganzen schon. Dann geht es wieder nach vorne zu den Druiden. Was ich auch nicht immer auf dem Schirm hatte, den einmal so ansprechen. Egal, also wenn man schon in die Instanz reinkommt, gibt einen Druiden-Buff. Das ist mir komplett wieder aus dem Gedächtnis raus gewesen. Das hat mich im Run davor, wurde ich da wieder daran erinnert. Habt ihr auch gesehen, dass ich da wieder zurückgegangen bin. Bevor man den dann jetzt endgültig anspricht, um die Begleitquest zu machen, wie ich das jetzt auch gerade nochmal schreibe, eben nochmal normal ansprechen, ohne auf die Sprechblase da noch zu drücken, um sich die Buff zu holen und dann starten wir. Ja, weil jeder Buff hilft. Nein, Gott sei Dank ist der Heiler da. Wie gesagt, der ist Level 31, der ist wahrscheinlich nur wegen Froh Abzock da drin gewesen, weil die noch nicht so hoch war. Ja. Von dem her ist das Heilen in dem Run jetzt kein Problem gewesen. Hätte aber ein Problem sein können mit dem regulären Heiler. Je nachdem, Mana-Management, Spielerfahrung und sowas. Von dem her, jeder Buff hilft. Wobei man auch fairerweise sagen muss, mein Buff-Schrei, der da 2 Minuten hält, oh, den hätte ich definitiv auch öfters wirken können. Das habe ich auch zwischendurch lange Zeit gar nicht gemacht. Also, pfui, pfui, pfui. Da habe ich nicht mitgedacht. Beziehungsweise war ich zu egoistisch. So, da kam keine Antwort, ob die wirklich ready sind. Allerdings habe ich gesehen, dass die alle durchgebufft wurden von dem Druiden. Ja, Mief-Wolke gibt dann tatsächlich noch sein Plus dazu. Kam ein bisschen spät. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu pingelig. Zu ungeduldig. Naja. Hat keinem geschadet. Oh ja, mein mechanisches eigentlich auch. Da bin ich froh drüber. Das Rezept habe ich relativ glücklich ziemlich früh beim Trash gedroppt bekommen. Als Ingenieur. Wenn ich das auch richtig im Kopf habe, ist das recht selten, das Rezept, dass das so früh droppt. Oder eventuell war es auch eines von den anderen Ingenieurs-Pets. Ich glaube, die mechanische Kröte ist da, glaube ich, die noch seltener droppt. Weiß nicht, ob das eigentlich relativ selten ist. Aber ich bin froh, dass ich das habe. Mal gucken, eventuell mal einen Ogri mal hinstellen und da zum Herstellen anbieten. Gegen Mats. Dürften nicht, noch nicht allzu viele haben. Ich glaube, Little Smoke, hier gibt es im Gnomeral das Rezept und die Kröte ist recht selten, dass die droppt. Das ist ein World Drop, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wobei das mit dem Haustier nicht so bequem ist, wie man das von Retail gewohnt ist. Ne? Die haben ja einen eigenen Reiter, die nehmen keinen Platz weg oder sonst was. In Classic, die nehmen tatsächlich noch einen Inventarplatz weg. Also über den Taschen, die Kiste, die auf meiner Aktionsleiste ist, das ist die Box für mein mechanisches Eichhörnchen. Die liegt tatsächlich auch in meinem Inventar drin. Die ist nicht im Zauberbuch, ist nicht im Zauberbuch oder sonst irgendwas, die ist tatsächlich im Inventar. Sind die zu verstauen. Deshalb, je mehr man von diesen Viechern hat, umso mehr Inventarplatz braucht man. Bei Reittieren bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das bei denen war. Ob die nach einem Zauberbuch mit drin waren oder ob die tatsächlich auch noch als festes Item mit in die Tasche müssen. Mein Erfolge für Reittier sammeln, sowas gibt es da noch nicht, aber selbst in Klassik gab es Leute, die Reittiere gesammelt haben. Gut, dann haben wir es schon fast geschafft. Sicherlich hätte ich das Video ordentlich einkürzen können, aber naja, ich wollte halt einmal komplett HDW zeigen, wie wir da durch sind. Klar, ich hätte definitiv an einigen Stellen noch besser denken können, aber ich denke, das war ganz passabel. Hier habe ich auch einen ordentlichen Fehler gemacht. Ich hatte so die glorreiche Idee, so die drei Viecher, die jetzt kommen, die schon abzufangen, habe aber vorher nicht mehr auf das Item geguckt, also Ingenieurskunst, das ist ein Spotter. Wie lange das Ding denn hält, naja, das zerfällt kurz bevor die Viecher jetzt tatsächlich erscheinen. Also Kosten, Nutzen gleich null. So, das Ding zerfällt, dann kommen die Viecher. Naja. So, da lege ich eine Bombe. Leider ist das eine Viech gerade schön raus. Auch wieder klassischer DD-Heilerfehler, wenn man Akku hat, zum Tank laufen. Nicht von ihm weg. Klar ist instinktiv, dass man da von der Gefahr Abstand nimmt. Aber naja, das kann man sich antrainieren. Oder man hat sowas Nerviges, wie wir es vorhin hatten. Was heißt nervig? Ein kleines Ärgernis mit dem Hunter. Da rennt der Tank einen schon zu einem hin, um das Pet, das Viech wegzunehmen. Und ja, die DDs machen dann eine halbe Weltreise mit ihm, anstatt mal 2 Sekunden stehen zu bleiben. Klar, man kriegt da noch ein, zwei Kellen drauf, aber im Normalfall überlebst du die eigentlich. Geht definitiv schneller, als wenn du wegrennst und der Tank dann da wie bescheuert hinterher rennt. Ich glaube, die Ingenieursbox, da hätte ich auch noch mal, den Spotter hätte ich, glaube ich, auch noch mal plündern können. Ein paar Teile hätte ich, glaube ich, noch zurückgekriegt. Ah, die Begleitquest hier, oder was ist nicht eine wirkliche Quest, also das Begleitevent ist ein bisschen nervig, weil der so arschlangsam ist. Gott sei Dank relativ lang auf dem RP-Server gespielt, deshalb sind die Einstellungen noch so drinne, dass die Lauftaste auf dem Extra-Button auf der Maus liegt bei mir. Dann geht's, da kann man genüsslich im selben Tempo mit hinterherlatschen. Ansonsten hat man immer die Stop and Go. Ja, großes Fazit ist, muss definitiv selber noch wieder ein bisschen routinierter werden im Tank, ein bisschen flüssiger. Ein bisschen Reaktion schneller wieder werden. Aber ich denke mal, da komme ich wieder hin. Macht wieder Spaß. Nicht so wie auf Retail. Also auf Retail habe ich. Ja, ich habe dann zwar nochmal einen Tank hochgezogen zu. Was war denn das? Legion? Nee, nicht Legion. WoD, genau, WoD habe ich mit meinem Opa getankt. So ein bisschen, aber selbst da bin ich schnell dazu. Wieder übergewechselt, wieder unheilig die Karte spielen. Ja, mit dem unheilig die Karte habe ich dann zwischendurch auch noch als Tank drin gehabt. Mag ich aber nicht ganz so gern. Also, ich tanke einen Krieger gerne, allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt. Ja, 80er Indies habe ich gerne getankt, sehr, sehr gerne getankt. Sehr viel getankt, sehr, sehr gut getankt, und 70er auch. Habe ich aber allerdings nur gemacht, bis die so langsam die Account-Klamotten eingeführt haben. Danach hat man das definitiv gemerkt. Also danach kam die Gruppensuche, dann hattest du immer wieder mehr Spieler beim Hochleveln und sowas.
die scheiß Account-Klamotten angehabt haben. Und ab da fing es an, dass du die Gegner immer mehr und mehr mitgeschleift hast oder einfach nur alles draufgerotzt hast und in 5 Minuten da durch warst. Hat den kompletten Spaß an ihnen nicht genommen. Als CD gehe ich noch ab und zu da gerne rein, um das Level ein bisschen angenehmer zu machen, ein bisschen Abwechslung zu haben, aber so wie vor den Klamotten, also vor den Account-Klamotten, da regelmäßig gerne Instanzen reinzugehen, einfach aus dem Spaß, wegen der Mini-Herausforderung da drinne. Die Zeit ist schon lange vorbei und die habe ich jetzt wieder. Deshalb macht es mir jetzt zum Denken, macht mir jetzt wieder Spaß. Zwischendurch, ja, man hatte mal so eine Phase, wo man dann mal wieder angefangen hat, ein bisschen rumzutanken, aber kam nicht an dieses alte Feeling ran. Aber naja, sind halt die individuellen Vorlieben. Jeder mag das ein bisschen anders sehen. Ich halte da nichts von. Dann Nietzsche kam in dieses Mystic Plus und sowas da rein. Ach, das war ein Schwachsinn, ey. Brauchtest du eine bestimmte Itemstufe, brauchtest du um bestimmte Mystic-Stufen rennen gehen zu können. In den Distanzen. Also die Distanz-Plus-Dinger da oder sowas. Schön und gut. Damit sollte das möglich sein. Aber naja, die Spieler wollen zwar schnell da durch, aber die wollen sich auch nicht besonders anstrengen. Das hatte zur Folge, dass das ziemlich schnell dazu überging, anstatt die Leute auf dem entsprechenden Level zu suchen, dass man vom G-Level reden wir jetzt hier, Leute gesucht haben, die locker 20, 25 Punktchen drüber lagen, um dann die entsprechende Stufe zu machen. Man hat die Scheiße also ausgegiert und ohne wirklich großartig können ist man dann da durch. Geilste war so die ersten Raids, die in Leech eingeführt wurden, da habe ich mich noch sehr intensiv damit befasst. Haben mir die ganzen Beta-Erfahrungen sowas angeguckt. Erste Möglichkeit, bevor das noch im Dungeon Browser LFR-Tool und sowas eröffnet wird, sondern die erste Raid öffnen soll auf dem ersten Schwierigkeitsgrad über LFR, ich glaube den normalen Modus, ja genau, sind wir da reingegangen. Also den ersten Tag, so nach 2-3 Stunden und sowas, die ersten Leute, die Suchanfragen in dem Tool da reingehauen haben, mit so Texten drin, wir machen den und den. Boss-Taktik müsste ja bekannt sein, ist ja schon lange nur draußen. War definitiv nicht der Fall. Die gängigsten Seiten, selbst die Theorie-Crafting-Seiten und sonst was, die es so gibt, hatten zwar schon einige Boss-Taktiken drin, auch Angaben für viele Wahrscheinlichkeiten, allerdings bei einigen Bossen stand da definitiv drin, wussten sie das zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie sich die Effekte auswirken. Und wenn man da schon dann direkt anfängt, in dem Suchtool vorauszusetzen, dass jeder die Taktiken kennt, obwohl die selber noch gar nicht wirklich auf den ganzen Guide-Seiten tatsächlich komplett vorhanden sind, ja, dann wird's lächerlich. Ja, ich habe da noch ein bisschen rumgeredet, hatte da so ein, zwei Gruppen, in denen ich mitgelaufen bin, war auch ganz gut. Aber Leech hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Der Anholi hat sich nicht mehr wirklich vernünftig angefühlt. Da war kein Dynamik mehr drin, die dieses Blöde drauf achten, wie viel Pünktchen man jetzt da von welcher Fähigkeit auf die Gegner draufgepackt hat und die dann andere Fähigkeit auszulesen. Ach, absolut ätzend. Hatte nichts mit Anholi zu tun. Ey. 80er Anholi, Dicker. Das war der Beste überhaupt. Die legendären Waffen und sowas, von der Atmosphäre her und auch das Mount, was später reinkam, hat da wunderbar zu beigepackt, passt, aber die Fähigkeiten, wie die sich geändert haben, also das war so der Punkt, wo ich dann aufgehört habe mit WoW. Gut, das war jetzt der eigentliche Endboss, den wir da gesehen haben, ist relativ easy. Obwohl man da auch gucken muss, dass man den seinen Caster unterbricht. Denn der übernimmt Spieler aus der Gruppe, die werden dann böse. Darf man also Friendly Fire machen, man darf die Viecher umklatschen. Oder man bleibt halt auf dem Boss drauf und unterbricht die. Das bedingt aber, dass man sich durch die Add-ons dann ein Add-on draufpackt, das tatsächlich die Casts der NPCs anzeigt. Ansonsten, du hörst, dass er da irgendwas castet, das kann auch Gott weiß was sein, der kann sich auch gerade ein Essen daher casten, was weiß ich. Wenn du nicht siehst, was sie casten, kannst du dementsprechend nicht unterbrechen. Bei dem geht's noch. Der hat, glaube ich, nur diesen Übernahme-Cast.
Von dem her. Ja, besonders spaßig, ich habe zwar geschrieben, dass es spaßig war, es geht so. Also, dieser Herr Abzock, den seinen tollen Strahl, der hat definitiv genervt. Ansonsten war die Gruppe ganz, ganz schön. Jetzt beim Rausgehen entscheiden wir uns zwar noch, was wir beim Reingehen ausgelassen haben, weil da so viele Leute waren, nochmal versuchen, den Goblin da zu kriegen, wegen diesem Portwein, den man da nach Ratchet bringen soll. Ja. Viele kannten die Stellen noch nicht, also nicht alle kannten die Stellen, wo der stehen kann. Das ist in dem Video noch drin, das zeige ich jetzt auch nochmal eben. Aber naja, die Quest breche ich meistens ab. Also Balgfarmen und die Pflanzen da Schattenpflaumen, heißt der Schattenpflaumen? Ja, also den Pflaumen da zu farmen, das breche ich meistens ab, weil man dann doch nochmal separat hier in den Vorbereich farmen müsste dafür und das ist zu nervig, finde ich. Den Wein kommt drauf an, ob der Fraggle da gewesen ist, der das droppt oder nicht. Naja, zurzeit ist halt noch Classic Start ist ja noch aktiv. Die meisten Spieler sind jetzt gerade noch ihre Charaktere am Erstellen, anfangen am Hochleveln. Dass wir im Laufe der Zeit wieder das weniger werden, logischerweise, die meisten werden sich dann früher oder später auf höherleveliges konzentrieren, bis auf Endcontent dann halt. Dann geht das sowas besser, wenn man sich dann eine Twin-Gruppe hat, die in HDW reingeht, das kann man da wunderbar im Vorfeld hier schon fahren, den noch mitnehmen. Dann geht das wunderbar. Zurzeit ist das echt zu überlaufen. Wird bei anderen Instanzen nicht anders sein. Also, das ist die Vorhöhle hier. Auch hier am Rande solltet ihr zu der Fraktion gehören, die tatsächlich im allgemeinen Channel nach Leutchen suchen oder sowas. Sobald ihr draußen in der Höhle in das Maul reingegangen sind, befindet ihr euch im allgemeinen Channel für Höhle des Wehklans. Da macht das noch weniger Sinn, nach Tanks, Heilern sowas zu suchen, als im Brachland allgemein. Denn die Leute, die hier reingehen, sind normalerweise schon in einer Gruppe. So, hier haben wir den ersten Spot, wo der Fregel sein könnte für die Weinflasche. Wie ihr das bei Faye schon gesehen habt, man kann auch schon vorher hier rein abbiegen. Passt aber auf, die Viecher, die hier rumlaufen, sind noch Elite, ne? Also normalerweise macht man das mit der Instanzengruppe dann halt. Aber wie ihr schon sehen könnt, hier ist Highlife, überliegen da auch Leichen rum, rennen Spieler rum. Nicht nur NPCs Leichen, auch Spielerleichen. Hier wäre der zweite Punkt, wo der sein kann. Der ist halt verborgen, ne? Ist also unsichtbarer. Die müsste man hier aufdecken. Und dann, ja, geradezu in der Nische, in der Senke, da wäre dann der dritte Spot, wo der sein kann. Und einen von diesen drei Punkten, wenn er nicht gerade schon umgeklatscht wurde, rennt der Kerl rum. Steht der Kerl rum. Ja. Ist allerdings gerade nicht da. Ja, das war HDW. Nächste Video wird ein bisschen anders, weil ich dazu mache. Was wird denn als nächstes kommen? Wahrscheinlich? Ja doch, Burg Schattenfang ist die nächste Instanz. Da könnte ich vom Level jetzt schon herein. Die meisten Items, die sinnvoll für mich wären und die droppen, sind ab Level 23. 23 ist eine ungerade Zahl. Alle zwei Level, also bei jeder geraden Zahl, kriegt man neue Fähigkeiten und sowas. Deshalb gehe ich da größtenteils mit 24 rein. Mit 24 könnte ich aber auch schon Black Pheasant tiefen. Also das heißt, mit Level 24 werde ich Burg Schattenfang machen. Das dürfte morgen, übermorgen dürfte das dann sein. Das werde ich dann aufnehmen. Dann geht es mit den Tiefen weiter. Todesminen könnte man schon hin. Ist die Anreise zwar allerdings ein bisschen problematisch. Dementsprechend findet man nicht so viele Leutchen dafür. Todesminen ist toll, wenn du neue Waffen haben willst. Dann droppen relativ viele interessante Waffen. Ob es jetzt den Aufwand wert ist, dich zu holen, weiß ich nicht. Naja, aber das war's von HDW und ja, in dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.